So, ich würde sagen, wir können jetzt schon mal anfangen. Genau, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu unserer zweiten Online-Weinprobe. Wir haben ja im Frühjahr schon mal eine gemacht und ja, haben uns jetzt gedacht, jetzt. Nochmal, warum nicht? Was einmal so gut funktioniert hat, wird auch beim zweiten Mal sicher gut klappen. Und ja, schön, dass ihr auf jeden Fall alle so zahlreich da seid. Richtig cool. Genau, und wir hatten schon mal wieder ein bisschen Bammel, dass das alles mit der Technik funktioniert, aber ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff. Und ja, also für alle, die noch nicht dabei waren, ich bin die Viktoria Bretz. Wie man vielleicht schon hört, gehöre ich zum Hause dazu. Und ich werde das Ganze heute mit dem Luca machen, meinem Freund. Und genau, wir werden euch so ein bisschen durch den Abend führen und ein paar spannende Weine probieren. Genau, und wir haben hier heute im Backoffice sozusagen meinen kleinen Bruder sitzen, den Valentin. Der hat es auch schon beim letzten Mal ganz gut gemacht. Und der wird uns hoffentlich mit der Technik hier unterstützen. Was? Und ja, auch die zahlreichen Fragen, die ihr hoffentlich stellt, heute Abend vorlesen. Denn wir möchten, dass das eine schöne interaktive Probe ist. Also ihr dürft uns gerne alle möglichen Fragen über die Chat-Funktion stellen. Und wir versuchen die dann. Genau, einfach schreiben und der Valentin wird uns die dann halt vorlesen und dann Jo. versuchen wir das nach unserem besten Wissen dann zu beantworten, ne? Genau. Und vielleicht noch mal so ein bisschen zum Organisatorischen. Also wir haben hier heute Abend sechs Weine. Wir haben zwei Weißweine, ein Blanc de Noir und dann drei Rotweine, weil wir eben gesagt haben, jetzt geht es ja so in die Herbstzeit, Weihnachtszeit rein. Da darf es auch ruhig mal ein bisschen mehr Rotwein sein. Und in der Mitte der Weine, also nach drei Weinen, haben wir gedacht, machen wir mal eine kurze Pause. Dann kann jeder mal schnell wohin, wenn er muss. Oder genau, einfach mal kurz entspannen. Und danach geht es dann weiter. Genau, ja. Ja. 5 Minuten oder 10 Minuten Pause oder sind angedacht. Genau. Genau, und ja, wir hoffen, dass das mit der Technik alles während der Probe so klappt, aber Wir sind ja nur Winzer und keine keine IT-Techniker, aber das wird schon klappen. Ja, gut, dann würde ich sagen, Legen wir mal los. legen wir los. Und zwar legen wir los, indem wir jetzt schon mal unsere Rotweine präparieren, sozusagen für später. Vielleicht willst du die auch schon mal holen. Ja, ich mache mich auf den Weg. Denn wir möchten die jetzt schon mal zusammen öffnen mit euch, um dass die Weine einfach ein bisschen atmen können, weil das ist gerade bei Rotwein ist es sehr gut, wenn die ein bisschen Luft kriegen, dann entfalten die einfach schon mal besser ihre Aromen. Und deswegen würden wir damit jetzt schon mal als kleine Vorbereitung starten. Genau. So. Also wir haben ja drei rote. Ich hoffe, die anderen habt ihr alle schön gekühlt. Wenn nicht, müsst ihr die schnell noch ins Eisfach werfen. Ja. Genau, also wir haben ja hier den St. Laurent, den Spätburgunder und unseren Primärmus. Vielleicht magst du den Genau. auch noch mal zeigen. Genau. Der Schraubverschluss, ich sag mal, da muss ich ja jetzt Genau. zeigen, wie es geht, glaube Den ich. mache ich mal. Also wir öffnen die einfach alle schon mal, auch die anderen beiden, und stellen die mal zur Seite. Das können wir jetzt vielleicht Genau, der einfach. St. Laurent hat ja oben so eine Lasche, sag ich mal. Da kann man das dann einfach abziehen. Und beim Spätburgunder ist es so, das ist ein bisschen anders. Da müssen wir uns dann halt einen Korkenzieher mit Kellnermesser nehmen, sag ich mal. Ich habe jetzt hier schon eins Zeig mit mal, klassischem Brettslogo genau. natürlich. Wie kann es anders sein? Ja, das kann man dann machen, wie man möchte. Da gibt es eigentlich zwei Versionen. Manche machen es hier ganz oben, so bei der ersten Hürde, sag ich mal. Ich mache das aber so ein bisschen weiter unten, dass ich halt irgendwie wirklich den Hals frei habe und dass irgendwie der Wein mit nichts in Berührung kommt. Also Ja. ich greife das immer so und ziehe dann im Grunde, ist jetzt wahrscheinlich der klassische Vorführeffekt, aber ziehe das dann einmal so im Kreis und dann am Ende kann man das mit dem Messer so ein bisschen hochziehen. Muss ich ein bisschen Und dann aufpassen. zack, ziehe das hier eigentlich ab. Das sieht auch relativ Ja, symmetrisch aus, perfekt. ne? Und genau, dann kann man einfach zum Korkenzieher greifen Und die beide mal und aufmachen. beide aufmachen. Ja. Das mache ich jetzt gerade mal. Genau, dann noch weiter zum Verlauf. Ich würde sagen, also wir haben ja die sechs Weine und wenn wir die jetzt probieren, dann würde ich sagen, schenkt ihr euch alle erstmal ein bisschen was ein. Ihr dürft die natürlich gerne am Ende alle leer trinken, wenn ihr möchtet. Aber genau, wir haben ja ein bisschen was vor uns und möchten ja auch alle Weine noch gut erleben, sage ich mal. Und Genau. Und nicht deswegen. mehr fahren heute, alle bitte natürlich. Genau, das ist ja der Vorteil an der Online-Weinprobe. Genau, und dann am Ende könnt ihr quasi nochmal zurückverkosten. Da kann man auch vielleicht dann nochmal, ja, ist vielleicht auch ganz spannend, nochmal ein paar Rückschlüsse ziehen. Genau, Weine verändern sich ja auch mit der Zeit. Umso mehr Luft, sage ich mal, ein Wein kommt, verändert er sich ja auch. Also es ist recht spannend. Könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, eine Flasche, es hat ja doch einigen Inhalt, also da könnt ihr mehrmals probieren und könnt ihr nochmal über das sinnieren, was wir gesagt haben, quasi, ob das auch alles so stimmt.
Ja, und ich muss sagen, wir waren echt super positiv überrascht über das Feedback, dass wir das jetzt nochmal gemacht haben. Also wir haben jetzt auch mehr Teilnehmer als im Frühjahr sogar. Ich meine, jetzt von der Zeit her passt natürlich wieder. Man kann nicht vieles machen momentan. Und ja, da ist es einfach eine schöne Gelegenheit, denke ich. Und eben auch der Aspekt, dass man schön trinken kann und kann zu Hause bleiben, muss nicht mehr fahren. Und ja, aber natürlich muss man es auch mögen, dass wir zu euch quasi ins Wohnzimmer kommen. Aber ja, ich denke, es wird ein netter Abend. Und wie gesagt, ihr dürft uns gerne Fragen stellen. Und ich habe auch gesehen, wir haben in ganz Deutschland die Pakete verschickt, also von Berlin bis Höxter, Lübeck war dabei, sogar Ostfriesland oder Holland haben wir auch. Also es ist ganz verrückt, Berlin, hatte ich schon gesagt. Ja, also. Mir wurde gerade gefragt, wo es das Messer gibt. Das Brettsmesser, ja, wir haben manchmal, manche kennen es vielleicht schon, wir haben so ein paar kleine Geschenke ab und zu. Ja, manchmal gibt es ein Kellnermesser bei uns, wenn man Wein bestellt oder Wein kauft. Oder manchmal. No. Ja, die habt ihr auch bekommen, hoffentlich die meisten zumindest. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn es Bierdeckel gibt, dann darf es ja wohl auch Weindeckel geben. Und genau, so als kleine Untersätze. Ja, ist ja ganz praktisch. Wir haben ja auch ein paar Rotweine, dann gibt es keine Rotweintropfen, Flecken oder was auf dem Tisch. Ne? Genau. Ja, und es gibt aber auch später noch zu dem Thema ein bisschen was zu gewinnen. Das werden wir dann noch sagen. Aber apropos Gewinnspiel. Wir haben wie beim ersten Mal, haben wir auch wieder ein Gewinnspiel laufen. Das heißt, ihr, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne teilnehmen. Das heißt, ihr könnt ein Bild von eurer Weinprobe machen, von euch oder von eurem Bildschirm, wie wir zu sehen sind und uns dann einfach bei Facebook oder Instagram verlinken. Genau, und dann seid ihr quasi automatisch im Lostopf und dann werden wir morgen auslosen, wer gewinnt und der darf sich dann 6 Weine entweder gemischt von den Weinen, die wir jetzt hier haben oder seinen Lieblingswein aussuchen und genau, so kann man gewinnen. Absahnen, ja. Trinken und gewinnen. Aber jetzt haben wir viel erzählt, ich würde sagen, wir brauchen jetzt mal was im Glas, ne? Genau. Und zwar wir schenken jetzt schon mal den ersten Wein ein. Das ist ja ein feinherber Wein, also wir haben uns jetzt mal entschieden dafür, so zum Warmwerden ein bisschen was Restsüßes quasi damit anzufangen. Das wäre dann hier der Kerner Kabinett Feinherb. Ich hoffe, man halt ihn nochmal dran, damit es keine Verwechslung gibt. Ja, so, also wir gießen ihn jetzt mal ein. So. Alle können sich alle mal mit uns eingießen. Ja, wir haben uns halt gedacht, die Weine, die wir heute Abend probieren, sind eigentlich alle trocken. Aber der erste Wein eben nicht, der ist feinherb. Und wir haben gedacht, so zum Reinkommen, so ein bisschen zum Eingrooven. Als Aperitif quasi, sozusagen. Sagen wir mal so. Genau, haben wir gedacht, zeigen wir euch auch mal was anderes. Also bei der ersten Weinprobe hatten wir ja so sehr klassische Sorten dabei. Also Grauburgunder, ja, genau. Sauvignon Blanc war dabei. Genau. Und jetzt haben wir halt gedacht, wir wollen euch auch mal ein bisschen was zeigen, wo ihr vielleicht noch nicht kennt oder wo ihr vielleicht nicht jetzt immer gleich... was man nicht so auf dem Schirm hat, so direkt einfach. Ne? Und deswegen haben wir uns jetzt mal für den Kerner Feinherb entschieden. Denn Kerner ist so eine richtig typisch rheinhessische Sorte. Genau. Findet man typischerweise in Rheinhessen und in der Pfalz. Woanders ist das gar nicht so stark verbreitet. Und wie ich finde, eigentlich ein schöner Einstieg, weil es eine sehr aromatische Rebsorte ist. Also wir haben ja auch wirklich so ein blumig-traubiges Aroma und so ein bisschen Pfirsich kommt da durch. Und natürlich hat er ein bisschen Süße zwar auch, aber ich finde auch für die Leute, die trocken trinken, ist er jetzt nicht zu süß, weil Kerner halt eben auch eine schöne, ich war quasi kernige Säure hat, sage ich mal. Also das gleicht das gut aus. Also es macht wirklich Spaß und ich denke, so zum Anfang ist es echt gut. Und aber wir können, schon mal auf jeden Fall schon mal anstoßen. Prost, zum Wohl. Cheers. Auf einen schönen Abend mit euch. Aber was wir noch sagen müssen vielleicht mal, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt und mal so von vornherein anfängt, wie probiert man eigentlich richtig einen Wein? Wo würde man dann anfangen, Luca? Ja, erstmal den Wein einschenken, soweit sind wir dann schon, genau. Step 1 wäre dann im Grunde, man schaut sich mal die Farbe so ein bisschen an. Ne? Wie sieht das aus, was wir da im Glas haben?
das lässt dann schon mal so ein paar Rückschlüsse darüber zu, ist der Wein gereift, ist er eher frisch, ist er jung? Wann würde man denn denken, dass ein Wein gereift ist? Oder? Genau, wir sehen ja jetzt zum Beispiel hier, oder wir machen das jetzt hier mal beispielsweise an dem Kerner, also ist eher hell, ich sag mal so silbern, grünlich. Ja. Das sind so typisch, das ist also ganz typisch für junge Weine und das ist ja in dem Fall auch so hier, ne? Der Kerner, das ist ein 2019er, das ist ja quasi der aktuellste Jahrgang. Also das ist so typisch eine eher helle Farben. Wenn es jetzt nämlich ein gereifter Jahrgang wäre, ich sag mal, wenn der Kerner jetzt, sagen wir mal, 5 Jahre alt wäre, dann wird er schon so ein bisschen ins Goldfarbene, gelblich, ganz, ne? Gelblich dunkler werden, nämlich weil mit der Zeit kommt ja ein bisschen Luft, auch trotz Schraubverschluss an den Wein. Und das führt halt dann zur Reifung und da verändert sich dann auch ein bisschen die Farbe halt. Ne? Also wir haben hier einen sehr frischen Wein jetzt. Genau. Und das sind einfach so Beispiele, wo man ein bisschen an der Farbe auch was schon sich vom Wein her ableiten kann. Ja. Genau. Aber jetzt gehen wir mal zum nächsten Schritt über, würde ich sagen. Jetzt wird mal reingerochen. Da schwenkt man ja dann noch immer genau. Das Glas. Das dürfen wir ja nicht vergessen, wenn wir das hier richtig machen. Weil so erhöhen wir im Grunde die Oberfläche und es kommt mehr Sauerstoff an den Wein halt. Und so können sich halt die ganzen Aromen mit dem Sauerstoff verbinden und dafür gibt es ja auch das Weinglas im Grunde, dieses, ich sag mal, nach oben leicht spitz zulaufende. Da werden dann die ganzen Aromen so nach oben wirklich gewirbelt, sag ich mal. Und das können wir dann einfach besser riechen. Deswegen macht das schon Sinn, das Glas zu schwenken. Also wir müssen jetzt hier nicht wie ein Tornado das überall hinspritzen, aber ein paar Sekunden schwenken und dann riecht man schon. Ja. Ja, ich finde, der hat schon so ein bisschen was. Aber ich bin schon drin, aber ich habe kein Bild. Leicht einen aromatischen Ton, so ein bisschen Muskat. So ein bisschen in die Richtung, ne? So, ich würde vielleicht sogar sagen, so ein ganz bisschen leicht nussig. Bisschen nussig, so, aber doch. So leicht pfirsig, also die Frucht steht schon im Vordergrund, also so traubig, nussig. Aber jetzt müssen wir mal trinken, oder? Jetzt nochmal richtig anstoßen. Ja, genau. Prost. Prost. Ja, und? Was würdest du sagen? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg, muss ich sagen. Hat eine schöne, ich finde halt eine schöne süße Säure, ne? Also gerade bei, also wir finden auch feinherbe Weine echt super, weil man hat eben bei einem Kerner eine gewisse Säure und durch diese Restsüße bei dem Feinherben hat man auch so einen gewissen Restzuckergehalt. Also es ist so eine schöne Balance, ne? Ja, man denkt immer, das wäre jetzt zu süß für mich oder so. Aber ich trinke selber auch lieber trockene Weine, aber ich finde, es ist jetzt gar nicht so. Mir macht das auch super viel Spaß. Ich trinke das gerne, weil eben der Kerner halt auch eben diese Säure hat. Deswegen schmeckt das jetzt nicht pappsüß, sondern das fängt das Ganze gut auf und unterstützt es sogar. Also so, ich sag mal, gerade für den Einstieg oder so ist es eigentlich optimal. Oder wenn wir jetzt irgendwie, es ist einfach so was Unkompliziertes, was Spaß macht. Und ich finde es echt schön, auch wenn man dann was Würziges kocht oder zu asiatischem Essen, so als Beispiel, passt es immer super. Ja. Aber Kerner ist auch so ein Ticken Riesling ähnlich. Das Riesling gibt es ja auch oft und auch von uns halt als halbtrockene oder feinherbe oder auch liebliche Variante. Das passt einfach super, weil einfach die Säure, die kommt halt natürlicherweise in der Traube halt vor bei diesen Sorten. Und es passt einfach wunderbar zusammen. Ja, wir haben auch, wir versuchen das jetzt mal, wir haben das beim letzten Mal schon gemacht, wir haben so ein paar Umfragen vorbereitet. Die erste, die haben wir jetzt noch gar nicht eingespielt. Und zwar wollten wir nämlich mal wissen, wer ist denn eigentlich heute zum ersten Mal dabei und wer hat denn schon mal mitgemacht? Jetzt versuchen wir unsere... Der Valentin hat jetzt einen großen Auftritt. Jetzt, Valentin, jetzt muss er abliefern. Ich hoffe, es klappt. Schauen wir mal. Genau. Ist heute auch unsere... Nein, ich war schon mal dabei. Genau. Das ist ja auch mal beantworten. Achso, ich darf gar nicht mitmachen. Und danach stellen wir uns noch mal ein bisschen genauer vor. Jetzt haben wir ja was im Glas und können wohl mal den Kerner probieren. Und dann sagen wir auch gleich noch mal ein bisschen was über uns und über das Weingut. Ne? Dass ihr auch wisst, mit wem ihr es hier genau zu tun habt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Valentin uns auch alle die Ergebnisse einspielen kann. Ob das keine Fake News sind. Richtige Umfragen, nicht so wie in Amerika. Ja. Und dann dürft ihr uns nämlich gleich auch mal in der nächsten Umfrage Feedback geben, wie euch denn so ein Wein gefallen hat. Also mal was Feinherbes mit ein bisschen Restsüße und eben auch Kerner, sowas typisch Rheinhessisches. Also
Wir sind auf jeden Fall Verfechter. Wir haben auch so typisch rheinhessische Sorten wie Scheurebe oder genau, Kerner. Kerner, Scheurebe. Darf auch wir haben halt eine sehr große sein. Bandbreite, sage ich mal, im Vergleich zu manch anderem Anbaugebiet, wie jetzt die Mosel beispielsweise, ist ja auch sehr bekannt, der eher fokussiert ist auf Riesling im Anbau. Und ich sag mal Rheinhessen und die Pfalz, das sind ja auch die zwei größten Anbaugebiete. Wir haben so ein bisschen mehr, ich sag mal, im Portfolio. Und ja. Wir haben sehr, durch unsere Flächengröße, haben wir auch sehr vielfältige Böden. Und das erlaubt uns halt natürlich auch, unterschiedliche Rebsorten halt anzupflanzen. Genau. Ja, Silvaner, genau, ist auch noch typisch. Oh, jetzt schauen wir mal hier, sehen wir das Ergebnis. Ja, oh, immerhin, ja, doch. Da sind auch einige neue dabei, das ist natürlich ja, cool. Super schön. Cool. Aber auch ein paar alte Hasen unter uns. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja, freut uns auf jeden Fall. Genau, ja, sagen wir nochmal was zu uns jetzt. Ja, aber bevor wir das machen, versuchen wir noch was Neues. Und zwar haben wir nämlich ein kleines Video auch vorbereitet, das wir jetzt versuchen mit euch zu teilen oder einzuspielen. Und zwar haben wir nämlich im letzten Jahr einen ganz tollen Preis bekommen, den Best of Wine Tourism Award. Der bezieht sich jetzt vor allem hier auf unsere Vinothek. Hier ist auch der Award. Der Pokal. Genau, also... Das ist eine Auszeichnung, die man bekommt, eben wenn man ein besonders gutes Angebot für Weintourismus im Prinzip hat. Also wer schon mal bei uns war, wir haben ja eine schöne Vinothek gebaut, neu, in der wir jetzt auch gerade sitzen. Man sieht so ein bisschen im Hintergrund, haben wir dann Barrix Holzfässer. Bist du schon betrunken? Geht doch erst los. Alles gut. Ja. Genau, und wir haben zum Beispiel unseren alten Kuhstall haben wir renoviert. Da kann man auch ganz schön die Weine probieren. Oder was wir jetzt ganz neu gerade machen, wir bauen eine Weinbar. Und zwar mit Blick auf unseren geliebten Petersberg. Auf dem kann man auch hervorragend wandern, wer noch nicht hier war. Ja. Läuft sogar der Jakobsweg drüber. Und genau, also wir versuchen da immer ein bisschen was Neues zu bieten. Und dafür haben wir eine Auszeichnung bekommen. Und das Video versuchen wir euch jetzt mal zu zeigen. Genau. Valenti, ist dein Auftritt? Ne? Na, klappt's? Einen Moment. Schon, die Qualität fängt schon im Weinberg an. Da muss man sehr akribisch und genau arbeiten. Zeitpunkt die richtige Arbeit machen. So, hat auch geklappt. Super. Genau, also das war jetzt schon mal so ein kleiner Vorstellfilm für alle, die noch nicht hier waren. Aber wir wollen es natürlich auch noch mal selber kurz vorstellen. Also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich bin die Viktoria Pretz. Ich bin jetzt seit 2018 hier mit im Weingut voll dabei.
Ich bin bei uns jetzt die 10. Generation sogar schon. Also man merkt, uns gibt es schon richtig lange. Nächstes Jahr können wir das Jubiläum feiern schon bei uns. Da wird es wahrscheinlich auch was Großes geben, aber vielleicht verschieben wir das auch auf ein Jahr später, weil aktuell macht Feiern ja nicht so Spaß. Und genau, davor habe ich Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert. Da haben sich dann auch unsere Wege gekreuzt. Genau, ja. Ich habe, also mal kurz zu mir, ich komme eigentlich aus Dortmund, bin jetzt hier aber schon, ich glaube, seit 9 Jahren so im Südwesten von Deutschland gelandet und habe eine Winzerausbildung gemacht dann, also klassischer Quereinsteiger, habe das auch 3 Jahre gelernt in der Pfalz, in der Südpfalz, an der Grenze zum Elsass, so Schweigen, Rechtenbach die Richtung. Und habe da in 2 Betrieben gearbeitet und das fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Es ist halt ein sehr vielschichtiger Beruf, also es ist immer im Wandel und ja, enorm vielfältig. Und dann habe ich eben, wie Vicky schon gesagt hat, in Geisenheim studiert, weil wenn man halt eine Ausbildung gemacht hat, dann überlegt man, was kann man danach machen. Und dann gibt es entweder halt Meister, Techniker oder Geisenheim. Ich habe mich dann für Geisenheim entschieden, und weil ich halt schon ein bisschen mehr aus dem praktischen Bereich und ich sag mal aus dem Winzer-Know-how-mäßigen Handwerk mehr wusste, habe ich mich dann auch für eine etwas andere Sparte als Vicky entschieden. Ich habe dann Weinwirtschaft studiert, internationale. Da liegt der Schwerpunkt dann mehr so auf den internationalen Märkten. Man lernt auch internationale Betriebe, Weingüter, wer sind so die Big Player im Business kennen, so wer kauft viel Wein und so weiter. Also war mal was ganz anderes, war echt spannend. Ja, auf jeden Fall habe ich da die Vicky kennengelernt und ich bin jetzt auch seit 2 Jahren hier im Betrieb. Den haben wir gleich mal einkassiert, ja, bei uns. Verhaftet. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier im Betrieb und bin jetzt wieder quasi so ein bisschen back to the roots. Also ich mache jetzt wieder mehr eigentlich Winzerarbeit. Also ich bin mehr im Keller und im Weinbau tätig. Ich mache auch als mal Verkaufsmessen, Verkaufssachen. Dieses Jahr jetzt natürlich nicht so viel. Aber im Grunde bin ich quasi für das Weinmachen auch so ein bisschen mitverantwortlich. Das mache ich dann viel mit dem Harald Bretz. Das ist der Onkel von Vicky. Also das ist der Bruder vom Chef quasi. Von meinem Vater, genau. Genau, also es ist ja ein Familienbetrieb. Es sind ja mehrere Generationen hier am Berg. Und genau, mit dem arbeite ich mehr zusammen. Und ja, es macht auf jeden Fall echt Spaß. Es ist halt sehr, sehr vielfältig. Also die Arbeiten ändern sich ja rundherum um das ganze Jahr. Da kommen wir auch gleich noch zu. Genau, also ich will es jetzt nicht zu. Ich würde mal sagen, das ist so der abwechslungsreichste Beruf, den man eigentlich so machen kann. Ja. Weil wir abhängig sind von der Natur. Und bei jeder Jahreszeit hat man ganz andere Aufgaben zu tun. Ja. Und dadurch wird es nie langweilig. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es steckt schon viel dahinter. Es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Also es ist schon echt, schon spannend, ist fordernd, aber es macht echt Spaß. Ich habe nämlich auch mal in 1, 2 Bürojobs gemacht und das finde ich auch gut. Ist auf jeden Fall auch eine super Sache. Aber bei mir ist es halt so, die Aufgaben wechseln sich echt regelmäßig ab und man gerade denkt, ach, jetzt habe ich genug von der Aufgabe. Dann gibt es wieder mehr im Keller zu tun und dann gibt es wieder mehr im Weinberg zu tun. Ja. Und das ist einfach eine richtig schöne Abwechslung. Und das wird halt einfach nie langweilig. Und das ist halt wirklich, ja, das ist einfach das Beste am Job. Ja, ja, sehr schön. Dann, genau, würde ich sagen, holen wir mal den zweiten Wein, oder? Würde ich mal. Ja, abstimmen. Würde ich mal sagen, hatten wir noch nicht. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal Abstimmung, wie euch so der Kerner gefallen hat. Eine Frage rein, wie viel denn Säure der Kerner? Der Kerner hat 6,6 Säure, 6,6 Gramm pro Liter Säure. Aber es kommt natürlich auch immer sehr drauf an, also das kann man natürlich sagen, aber es kommt auch immer sehr drauf an, natürlich wie viel Restzucker dann auch ein Wein hat. Und so pauschal ist es immer schwierig zu sagen, finde ich, ja. Hier kam noch eine Frage rein. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Feinherb und Halbtrocken? Das ist eine gute Frage. Ja, also die Sache ist, Halbtrocken ist genau definiert gesetzlich. Also Halbtrocken ist dann im Bereich bis maximal 18 Gramm pro Liter Restzucker. Von 9 bis 18 Gramm? Genau, bis 9 ist trocken, um das mal so als Zusatzinfo zu geben. Und Feinherb ist da nicht so genau definiert.
Feinherb ist aber meist so im halbtrockenen bis lieblichen Bereich halt. Ne? Das ist so ein bisschen eine neuere Schöpfung, sag ich mal, weil viele verbinden halt ja leider, sag ich mal, mit halbtrocken eher was Negatives. Und beziehungsweise sagen wir mal so, unser Gefühl ist auf jeden Fall, dass trocken immer so ein bisschen cool ist. Also das ist jetzt nicht unsere Meinung, sondern ich glaube so die gesellschaftliche Meinung. Ja, oder der seriöse Weintrinker trinkt nur trockene Weine und wenn man was Halbtrockenes trinkt, dann ja, wird das so ein bisschen abgewertet. Ja. Dafür wurde auch so ein bisschen der feinherbe Begriff geschaffen. Also ich sage mal, ein Wein, der trocken ist, könnte auch feinherb sein. Aber im Grunde sind feinherbe Weine oft halbtrockene Weine. Im Grunde, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Genau. Aber eben nicht genau so definiert wie jetzt trocken oder halbtrocken. Oder genau, ja. Lieblich, was, ja. Wir würden auch gerne noch ein bisschen was über das Weingut erzählen, nicht nur über uns. Ich würde erstmal die Abstimmung machen. Also, okay, dann machen wir jetzt zuerst die Abstimmung. Der Chef sagt, wir müssen erst die Abstimmung. Wie das mit dem Wein. Ja, also wir haben euch da mal ein paar Kategorien gegeben und ihr könnt uns einfach mal Feedback geben, wie euch der Wein gefallen hat. Wir dürfen nicht. Wir müssen das schließen. Schade, ich hätte super lecker gekriegt. Wir sind ja voreingenommen. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, genau, erzählen wir mal was über das Weingut. Also uns gibt es eben schon fast 300 Jahre. Wir waren ganz früher mal ein Vorhof für ein Welschen und Kloster in Mainz. Da findet man sogar hier noch auf unserem Weingut ein paar, wie sagt man, Relikte? Reliquien. Genau, von dieser Zeit. Also wir haben hier so ein richtiges altes Lamm, was wir hier noch, also ein aus Stein gemeißelt, was wir hier noch auf dem Weingut haben. Und ja, da haben wir eigentlich eben Trauben produziert und haben die aber an das Kloster abgegeben. Und wir waren eben auch ein gemischter Betrieb. Das sieht man ja auch an dem alten Kuhstall, den wir jetzt renoviert haben. Und haben aber doch dann recht schnell gemerkt eigentlich, dass der Weinbau so unser Ding ist. Und ja, haben uns dann auch recht früh darauf spezialisiert. Und schon seit vielen Generationen bauen wir eben nur noch Reben an. Und seit der Generation von meinem Uropa haben wir eben auch unser eigenes, die Weine verkaufen wir unter unserem Namen, unter dem Weingut Pretz. Und genau, so hat sich das entwickelt. Und jede Generation bringt natürlich auch was Neues mit rein und entwickelt es weiter. Und ja, ist sehr spannend auf jeden Fall. Und vielleicht, wo wir uns so befinden überhaupt mal. Wir sind ja in Rheinhessen, also es ist eins von 13 deutschen Weinbaugebieten. Und wir sind das größte in Deutschland auch mit knapp 25.000 Hektar. Also es ist ein Viertel ungefähr der gesamten deutschen Fläche. Und ja, wie schon erwähnt, wir sind ein sehr vielseitiges Weinbaugebiet. Also wir haben relativ viele, sehr verschiedene Rebsorten im Portfolio. Und ich finde, das ist auch eigentlich ganz spannend so. Das ist so der Vorteil in Rheinhessen. Also ein Vorteil auf jeden Fall gegenüber, ich sag mal, Mosel oder was auch super Weine sind, definitiv. Aber wir haben halt, ich sag mal, viel Verschiedenes zu bieten und können quasi für jeden Geschmack auch was bringen. Und dadurch, dass wir hier den Petersberg quasi in unserem Rücken haben hier. Die höchste Erhebung in Rheinhessen, ja, auch wenn sie nicht sehr hoch ist. Genau, haben wir halt auch relativ verschiedene oder ein paar verschiedene Bödenarten hier. Und das macht es halt auch ganz spannend. Also da können wir dann eben verschiedene Sorten. Viele Möglichkeiten. Wir haben viele Möglichkeiten, das trifft es eigentlich ganz gut. Und was auch super cool ist, hier gab es eben ganz, ganz früher, gab es hier mal ein Urmeer, wodurch wir wirklich im Weinberg regelmäßig noch Muscheln finden. Also dadurch haben wir eben ganz kalkhaltige Böden, worauf auch besonders gut Burgunder stehen können, aber auch Riesling. Ja. Also man kriegt sehr mineralische Weine mit viel... Genau. Ja, Frucht auch, mit viel Ausdruck. Dann haben wir im Flachen halt auch ein paar Lösslehmböden. Das ist auch ein eher sehr fruchtbarer Boden, was aber auch sehr gut ist, weil die viel Wasser speichern können. Das ist ja auch gerade gut in diesen Zeiten, wo es eher trocken ist, die letzten 2 Jahre, ja, dass die halt eben viel Wasser speichern können. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, um es nochmal so kurz so anzureißen. Und das ist auch wirklich gut so und spannend. So ja. Und wie gesagt, ein kompletter Familienbetrieb. Also die ganze Familie ist dabei, eben meine Eltern natürlich, mein Onkel, wir zwei jetzt, mein Opa mit 82, ja, der ist ja auch noch voll mit dabei. Und ja. Alles, was wir quasi machen, also das ist von Anfang bis Ende quasi selbst gemacht, also komplett
ja, wir vermarkten alles komplett selbst im Grunde. Also das ist nicht irgendwie, dass wir machen alles selbst im Grunde. Ne? Das gibt es ja auch selten. Ne? Viele Branchen kaufen ja dann irgendwo Produkte und verkaufen die weiter, sondern wir bauen es an, wir füllen es ab und wir verkaufen es. Also wir schließen den Kreislauf selbst. Das ist, und jetzt sehe ich gerade, wir haben, haben uns nämlich gedacht, oh, jetzt kommt die Ergebnisse von der Umfrage rein. Ja, sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Kam ganz gut an, oder? Ich wurde auch nochmal gefragt, ob keiner jetzt wieder in Mode momentan kommt. Wie? Ob der wieder in Mode kommt. Ja, das ist schwierig. Ich würde mal sagen, jein. Also es ist so ein Nischenwein. Also im Moment ist doch eher der Fokus liegt dann halt so auf den großen bekannten Sachen wie Grauburgunder und Sauvignon Blanc und Riesling, so diese bekannten, die Big Player, sage ich mal. So Kerner ist so ein bisschen am Rande, ist mehr so eine, ja, Liebhabersache, sag ich mal. Es gibt auch nicht so viel Anbaufläche. Genau. Aber eben, wir wollten eben das auch mal so ein bisschen auf den Plan bringen, weil man kennt es halt nicht so wie jetzt Grauburgunder oder Riesling. Eben. Aber was ich sagen wollte, wir haben ja jetzt schon doch fast, also das heißt ja Herbst online Weinprobe, aber es geht ja schon fast Richtung Weihnachten, deswegen haben wir uns noch ein kleines Special überlegt und haben mal uns einen kleinen Weihnachtself eingeladen, meine Mutter. Da guckt sie ganz groß. Und zwar haben wir uns nämlich gedacht, Mama, jetzt der Lostopf. Kannst mal Hallo sagen? Wie in den Tagesthemen. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, wir haben so ein paar kleine Sachen zum Verlosen. Und wir haben euch hier alle, die mitgemacht, also die hier bei der Weinprobe mitmachen, alle hier in unseren Lostopf geschmissen. Und wir werden so ein paar Sachen während der Weinprobe noch verlosen. Und zwar fangen wir mal mit dem Kochbuch an, würde ich sagen. Oder ich habe hier auch eins. Ah, du hast da. Genau, und zwar haben wir nämlich ganz neu ein Kochbuch gemacht. Das war auch so ein Familienprojekt. Ich habe hier mal schon ein ausgepacktes. Ich weiß nicht, ob man es ganz gut sehen kann. Das heißt, durchs Jahr gekocht mit Brett zum Beispiel. Das sind 12 Gerichte drin, jeweils für einen Monat im Jahr. Und wir haben dazu quasi unsere Weine gepaart. Ich suche mal gerade ein schönes, da ist ein schönes, Bild, schönes Bild raus. Zum Beispiel, hier sieht man es ganz gut. Zum Beispiel jetzt, das ist jetzt ein Gericht aus dem Sommer, aus dem August. Da gibt es dann unseren Rosé und dazu gibt es Lachsquiche zum Beispiel. Und ja, da kann man einfach mal ein bisschen was nachkochen und mal ein bisschen was austesten. Und dieses Buch werden wir jetzt einmal verlosen. Und deswegen haben wir jetzt hier die Weihnachtsfee, Mama. Na, du. Ja, ja, schon. So, die Beziehung ist wie immer ohne Gewehr. Ne? Genau. So, schauen wir mal, wer dieses Buch gewonnen hat. Und zwar haben wir da Familie Marquardt aus Wuppertal. Yeah. Ich hoffe, die Familie Marquardt kommt dazu. Es geht in Ruhrpott. Sehr, sehr gut. Guck mal da. Ich hoffe, wir haben keine Bayern-Fans hier. Schiebung? Nein. Genau, das lege ich mal zur Seite. Aber jetzt, wo du da bist, würde ich sagen, können wir ja noch das andere Kochbuch vielleicht auch noch verlosen, oder? Ja, genau. Wir haben nämlich zwei Kochbücher zum Verlosen heute Abend. Und mal schauen, wer das andere kriegt. So, die Trommel dreht sich. Achtung, wieder. Und zwar die Familie Hildebrand aus Münster hat noch eins gewonnen. Yay, wieder der Beste. Ja, im Westen nichts Neues. Cool. Genau, und während der Weinprobe, vielleicht kommt da hier und da nochmal ein Elf vorbei und bringt nochmal ein Weihnachtsgeschenk. Genau. Ja, und wir sind ja auch jetzt bei Instagram und so unterwegs. Also ich nicht so, aber die Vicky und das Weingut. Und ja, wenn ihr da mal was gekocht haben solltet, die es bekommen haben oder die es haben, dann könnt ihr das gerne auch irgendwie posten, teilen oder wie nennt man das? Oh je, das ist nur eine andere Generation hier. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir sitzen jetzt ganz schön lange schon wieder auf dem Trockenen. Deswegen machen wir jetzt mal weiter mit dem zweiten Wein, würde ich mal sagen. Der bin auch schon hier geholt. Das ist unsere Riesling-Reserve. Genau. Ich schenke dir mal ein. Danke. Bitteschön. Oh, da sieht man gleich schon mal deutliche Unterschiede. Also wenn man sich jetzt mal hier die Farbe anschaut, können wir ja mal alle machen. Dann sieht man auf jeden Fall deutliche Unterschiede zum Wein davor, finde ich.
Ja. Ne, wenn man mal jetzt nur nach der Farbe geht. Also man kann sich, um sich da zu helfen, kann man das halt gegen einen weißen Hintergrund halten. Also wir haben jetzt hier ein Blatt Papier und dann könnte man das zack, so halten und dann kann man die Farbe ein bisschen besser erkennen. Erkennen, ja. Also wir haben jetzt hier schon einen deutlich intensiveren Farbton, würde ich mal sagen. Ne? Also gelber, ein bisschen ne? So strohgelb würde man wahrscheinlich dazu sagen. Und das kann ist jetzt auch schon ein Indiz auf eine oder auf den Wein, weil ja. Der Wein ist ja eine Riesling Reserve. Und dazu müssen wir vielleicht auch erstmal noch was erklären. Also Reserveweine, es gibt bei uns so immer so einen fruchtigen Wein, das ist jetzt unser normaler Riesling. Und dann gibt es immer eine Reserve auch dazu, gerade bei den Weißweinen. Und die Reserveweine, die sind eben auch zu einem Teil in Holzfässern gereift. Deswegen, wir haben uns jetzt gedacht, wir suchen uns mal einen anderen Hintergrund. Und zwar sitzen wir jetzt hier vor unseren Barrix. Das sind 225 Liter Holzfässer aus Eiche. Und ein Teil des Weines wird eben in diesen Holzfässern gelagert. Mhm. Und genau, dadurch kriegt er auch eben so eine intensivere Farbe. Ne? Es wird ein bisschen dunkler von der Farbe. Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass der Wein irgendwie nach Holz schmeckt oder so. Es ist einfach nur, der Punkt dabei ist, wir beschleunigen, sag ich mal, so ein bisschen den Reifeprozess, weil das Holz atmet im Grunde. Dadurch haben wir so eine Art Reifeprozess quasi, ne? Weil wir haben ja eine größere Oberfläche, die halt mit Luft in Berührung kommt. Sonst ist es nämlich ja der Fall, wir bauen ja auch viel im Edelstahl aus. Auch ein Teil von dem Wein wird im Edelstahl ausgebaut und da kommt dann eben so gut wie gar kein Wein, keine Luft an den Wein. Und bei den Holzfässern haben wir halt eben diesen Sauerstoffaustausch und dadurch gibt es halt eine Art Reifeprozess. Natürlich kommen auch ein bisschen Röstaromen, weil diese Fässer, die Holzfässer, die werden halt traditionell getoastet. Das heißt, sie werden von innen wirklich ausgebrannt über einem Feuer. Und dadurch wird halt was in das im Eichenholz enthaltene Vanillin quasi erst, sag mal, richtig freigesetzt halt, ne? Das ist tatsächlich im Eichenholz enthalten. Also da wird überhaupt nicht zugesetzt oder so. Also rein natürlich. Und wenn man jetzt das erste Mal einen Wein halt in diese Holzfässer legt, dann hat man halt auch eben diesen Sauerstoffaustausch und ein Teil von diesem Vanillin löst sich halt über eine gewisse Zeit halt auch in dem Wein. Das heißt, wir kriegen halt auch leichte Vanillenoten, aber auch eben diese Rauchnoten von der Toastung der Holzfässer in den Wein und halt eben auch andere Noten, so leicht was Würziges. Aber das soll nie im Vordergrund stehen, weil wir finden halt, dass die Weine, die werden ja im Grunde aus einer Frucht gemacht. Und ich finde es halt immer auch wichtig, dass ein Wein halt sollte in erster Linie auch wirklich fruchtig sein, sondern nicht nach einem Stück Holz riechen, wo wir da jetzt gerade reinbeißen oder so. Ne? Weil das, finde ich, macht keinen Spaß. Das soll die Komplexität erhöhen, deswegen ja auch die Reserve. Das ist was Hochwertiges. Genau, und es soll einfach ein schönes Zusammenspiel ergeben. Genau, und auch bei die Reserveweine sind so ein bisschen unsere Premium-Weißweine. Also die sind eben zum Teil im Holzfass gereift, aber auch wir gehen schon im Weinberg durch die Weinberge und schneiden im Sommer ein paar Trauben raus. Denn ich sag mal, je weniger Trauben eine Rebe hat, desto mehr Energie kann sie auch in die Trauben stecken. Und desto höher wird zum Beispiel auch der Zuckergehalt der Traube oder die Vielfalt an Aromen und das kommt natürlich dem Wein am Ende auch sehr zugute. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt das hier auch schon. Der Wein ist erstmal trocken, um das so vorne wegzunehmen. Der erste war ja noch Feinherb. Also der Riesling lebt ja auch so ein bisschen von seiner betonten Säure. Mhm. Das finde ich jetzt aber wirklich super gut in dem Wein, auch vom Aroma erstmal. Das Holz ist jetzt überhaupt nicht im Vordergrund. Man hat so ein bisschen was Vanilliges schon und könnte sich vorstellen, vielleicht war am Holz, aber man merkt es nicht so wirklich. Und das, finde ich, ist dann wirklich die Kunst dabei. Und hat halt schöne Pfirsichnoten auch, was Fruchtiges. Und dann ist er sehr, sehr lang im Mund, finde ich. Und das spricht auch schon einfach für die Qualität. Der Wein ist halt nicht irgendwie mit dem Schluck sofort weg, sondern ist halt sehr nachhaltig. Ne? Und dann haben wir halt eben dieses schöne Zusammenspiel von der Fruchtaromatik und eben dieser Säure auch, die den Wein lange im Mund hält. Also mir gefällt das sehr gut, aber ich mag ja auch trockene Weine. Ja, hier kam auch gerade die Frage rein, ob der Riesling einen BSA gemacht hat. Also das machen wir bei Riesling nicht. Erstmal, was ist ein BSA überhaupt? Das ist ja eine Abkürzung. Ja. Das heißt biologischer Säureabbau.
Das ist ein Prozess, der findet, ja, je nachdem in der Gärung statt oder meistens eher nach der Gärung. Aber das ist eher was, was bei Rotwein eingesetzt wird. Ne? Also da wird ein Teil der natürlichen Säure durch Milchsäurebakterien abgebaut in Milchsäure. Das macht den Wein so ein bisschen runder, harmonischer. Das macht die Säure nicht ganz so spitz, nicht ganz genau. So... Genau. Extrem einfach. Genau, so ein bisschen weicher, sag ich mal. Und aber das ist eher typisch für Rotwein. Also bei unseren Weißen machen wir das eher nicht. Nee. Ja. Genau, also der hat jetzt im Grunde noch seine komplette, ich sag mal, normale Säurestruktur. Also der hat keinen BSA gemacht. Genau. Deswegen ja, gerade, ich finde, gerade bei Weißwein braucht man auch einfach eine schöne Säure. Genau, es muss erfrischend sein. Frisch, spritzig sein, genau, ne? Deswegen. Genau. Also Riesling ist ja, vielleicht nochmal zur Rebsorte, ist ja so die deutsche Königin der Rebsorten sozusagen, wird auch als die am meisten angebaute weiße Rebsorte in Deutschland. Und aber wenn man jetzt Leute im Ausland fragt, dann ist Deutschland auch einfach bekannt für Riesling. Also es gibt kein Land, was mehr Riesling anbaut wie Deutschland. Und Riesling kann halt extrem vielseitig sein, ne? Es kann super fruchtig, also die Rebsorte kann trocken, super fruchtig. Trocken, halbtrocken, lieblich, auch für edelsüße Sachen, für Eiswein. Also es ist, ist halt auch traditionell schon länger natürlich hier bekannt, weil es halt auch sehr, ich sag mal, winterhart ist. Also früher war es ja noch ein bisschen kälter im Winter. Und das ist eine Rebsorte, die sehr niedrige Temperaturen verträgt. Also ich sag mal, bis minus 20 Grad können die schon gut ab. Da ist Riesling halt schon ein bisschen, ich sag mal, resistenter als manche andere Rebsorte. Ja. Ne? Jetzt ändert sich natürlich das Klima so ein bisschen, aber ich sag mal, Schaden tut sehr viel. Riesling funktioniert auch extrem gut für süßere Sachen, also edelsüß auch. Also edelsüße Weine, ein Eiswein zum Beispiel, weil er eben dann zu dem Honig halt eine schöne Säure hat. Und das ist schon auch wichtig als Gegenpol. Und ich sag mal, Deutschland ist ja auch so ein prädestiniertes Weißweinland. Denn bei uns war es ja so, im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu Spanien oder Italien, war Deutschland, oder ist es immer noch, aber es verändert sich natürlich auch immer, das kühlste Land. Und je kühler es in einem Land ist, desto mehr Säure wird in den Wein bewahrt. Und desto, was auch sehr wichtig ist, gerade bei Weißwein, weil wenn man vielleicht mal jetzt an einen Weißwein aus einem sehr südlichen Land denkt, dann schmecken die manchmal einfach fad. Da fehlt einfach so ein bisschen diese Spritzigkeit. Ja gut, das ist natürlich Geschmackssache, aber umso wärmer es ist, umso mehr Säure geht halt verloren. Und das, finde ich, ist halt schon einfach der Vorteil bei uns, weil die Weine einfach dadurch erfrischend sind zum einen. Und es gibt halt Komponenten, die eignen sich, wenn man das denn wollte, überhaupt zum Lagern oder wer sich dafür interessiert. Ne? Alles, wenn es gibt diese Punkte wie Süße, Säure oder Gerbstoffgehalt, Alkohol von mir ist auch. Das sind alles so Punkte, umso mehr ein Wein davon hat, umso länger ist er im Grunde dafür gemacht, auch zu reifen. Ne? Also so ein Riesling zum Beispiel, durch die Säure, der wird so schnell nicht seine Frische verlieren. Den könnte man auch locker, wenn man das möchte, in 3-4 Jahren noch genießen. Ja. Also ich finde ihn jetzt super. Ich zum Beispiel mag aber auch gern, wenn Wein 1-2 Jahre alt ist, weil dann hat er ein bisschen Luft bekommen über die Zeit, selbst durch den Schraubverschluss. Das ist früher oder später einfach so. Und dann verändert sich diese Aromatik so ein bisschen. Die Weine werden so ein bisschen reifer, sagt man. Reifer heißt dann, ne? Das geht dann so ein bisschen weg von diesen ganz frischen, fruchtigen Noten, wie jetzt hier beim Riesling auch ein bisschen Zitrone oder grüner Apfel. Das geht dann so ein bisschen weg und wird dann eher zu reiferem Obst, sag ich mal, einfach gelber Pfirsich oder halt auch ein bisschen nussig dann schon oder getrocknetes Obst. So. Und ist nicht mehr ganz so säurebetont. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Wir spielen euch jetzt mal die Umfrage aus für diesen Wein. Da könnt ihr uns auch mal nochmal Feedback geben, wie euch sowas schmeckt. Wir dürfen natürlich leider nicht mit teilnehmen. Genau. Also wie gesagt, es hat so leicht dieses Holzige. Aber wir versuchen das gerade bei den Reserveweinen immer sehr ausgewogen zu lassen, dass es nicht zu übertrieben ist. Ne? Ja. Und da kommt ein Weihnachtself, der schüttelt den Kopf. Ach komm, wir haben hier wieder ein Weihnachtself im Studio. Oder jetzt ist der Weihnachtsmann. Ja, komm, dann zeig uns doch mal, was wir da haben. Es gibt wieder was zu gewinnen. Jetzt mit Horst
Fritz. Hallo, grüßt euch da aus dem Netz. Ich bin nicht so für virtuell, ich bin eher für Umarmung und Küsschen, aber das darf man ja nicht. Ja, halt nicht, ja, genau. Grüßt euch. Ja, zeig doch mal. Der Luca wurde gefragt, wird doch in Dortmund wird man eher Hopfen kältern wie Wein. Da hast du doch, glaube ich, mehr Ahnung. Habt irgendeiner unseren Lehrjunge hier, der hat das nicht richtig... Ja. Nicht weitergegeben. Jetzt hat der Chef also gemerkt, dass ich keine Ahnung vom Wein mache. Also, jetzt ist es raus. Die Kunden haben gefragt. Ja, klar. Nee, das liegt natürlich näher. Ist auch eine gute Frage. Habe ich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mich nie so fürs Biertrinken begeistern können. Ich trinke auch gerne ein Bier. Ich finde, Wein ist einfach ein bisschen das Spannendere. So. Aber ich trinke auch gerne mal Bier. Ich wollte ein bisschen was Exotisches machen. Alles gut. So, alles gut? Jetzt zeigen wir euch mal, was es jetzt gibt. Und zwar haben wir nämlich hier so ein... wir haben hier so einen Schirm. Wie mache ich den jetzt auf? Und der Clou ist nämlich... Ich hoffe, man kann das sehen. Das sind nämlich wir. Und wir lachen alle. Wenn es mal regnet, dann macht ihr euren Schirm auf und seid wieder froh. Ja, in den kalten oder der nassen Jahreszeit, jetzt ist das ja sicher nicht zu verkehrt. Genau, und den Schirm dabei zu haben. Mein Vater, der wird jetzt den Gewinner ziehen. Achtung. Ich hoffe, ihr was vorbereitet. Ja. Jetzt auch hier wieder die Ziehung ohne Gewehr. So. Und? Schon wieder grün. Sabine Stein aus Engelskirchen darf sich über einen Schirm freuen. Super, Applaus. Aber wir haben ja nicht nur einen, wir haben noch einen. Also ehrlich? Versuchen wir nochmal das Glück. So, dann probieren wir nochmal. Ja. Vielleicht mal was Blaues. Ja. Wen haben wir da? Erst mal eine andere Frage. Wer darf sich noch über einen Schirm freuen? Siegfried Gräfe aus Wallhausen. Das ist aber nicht sehr nahe, dass irgendwie... Weiß ich nicht. Genau. Cool. Ja, eigentlich, viel Glück. Ja, eigentlich hätte das jetzt jemand aus Hamburg gewinnen müssen. Die können das besser gebrauchen. Nein. Genau. Jetzt kommen die Ergebnisse unserer Umfrage. Wie sieht's aus? Ja, der kam so mittel an, oder? Würde ich sagen. Ja. Schauen aber wir mal. Das kann aber auch vielleicht daran liegen, weil wir vorher halt einen feinherben Wein, der halt deutlich mehr, ich sag mal, Restzucker hatte, liegen. Weil wenn wir erst was probieren, was ein bisschen mehr Restzucker hat, dann ist so der Gaumen erstmal auf diese Süße gepolt. Ja. Und der Riesling ist natürlich auch sehr säurebetont. Das kann dadurch halt nochmal trockener schmecken, als es eigentlich ist, sag ich mal. Aber im Grunde, ich sag mal, gebt dem Wein Zeit und probiert ihn später nochmal. Also genau. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Ihr könnt ja nochmal später zurückprobieren, vielleicht. Genau. Ja. Ich habe gesehen, ich habe eine Frage übersprungen, ob wir Gästezimmer haben. Ob wir Gästezimmer haben? Aktuell haben wir keine Gästezimmer, aber unsere direkten Nachbarn, die haben glücklicherweise ein paar schöne Zimmer und da kann man auch super übernachten. Also wer uns mal besuchen möchte, darf das sehr, sehr gerne machen. Der kann uns einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir gerne mal die möglichen Optionen vermitteln. Genau, aktuell ist natürlich schwierig. Ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin, ja. So, dann würde ich sagen, holen wir mal den dritten Wein. Das ist jetzt unser Blanc de Noir, den wir jetzt probieren werden. Schnell nochmal ein Schlückchen Wasser ein für zwischendurch. Nicht, dass es wieder heißt, wir würden hier so viel trinken. Kann gar nicht sein. Kann nicht sein, nee. So, genau. Also jetzt wird es hier den Blanc de Noir geben. Und den haben wir uns jetzt auch eben ausgesucht, um euch einfach mal so ein bisschen diese Weinart näher zu bringen. Du hast noch was im Glas. Ja. Weg. So. Genau. Der Riesling war auch 2019er überhaupt, genauso wie der Kerner. Wir können ja mal kurz noch was zum Jahrgang sagen. Wir haben ja jetzt im Grunde schon ein, zwei Jährchen hinter uns, die relativ trocken waren. Also man muss schon sagen, dass man den Klimawandel schon merkt.
schon deutlich eigentlich deutlich. So. Gerade seit 2018 eigentlich. Also, ja, es wird ich, irgendwie, man, ja, ich weiß nicht genau, wie Dürre definiert ist, aber es ist deutlich trockener halt schon als so im langjährigen Durchschnitt. Und das merkt man schon. Und also 2018 war ja auch extrem heiß und trocken, wenig Regen. Und 2019 war es ähnlich, wobei es dann im Winter 2019 dann zum Glück halt wieder relativ viel oder überdurchschnittlich viel geregnet hat. Und 2020 war dann aber auch das Frühjahr, der Sommer auch extrem trocken. Also es ist schon was wir auf jeden Fall bemerken. Also wir sind quasi ja wirklich so an der Quelle und das geht schon beeindruckend schnell, sage ich mal. Die Reben, die können eigentlich gut mit Hitze oder auch Wassermangel, gerade im Sommer, können die schon umgehen, weil es stehen ja auch eben, man sieht ja viele Reben in Spanien oder Italien, bei denen ist es natürlich ja nochmal krasser als bei uns. Aber es ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass die Wintervorräte quasi oder die Wasservorräte im Winter wieder aufgefüllt werden. Und man hat oder man bemerkt halt gerade, dass das halt nicht mehr so ist. Nee, unbedingt. Also das ist sicher. Ja, also normal regnet es im Winter ja schon, ich sag mal, tendenziell mehr. Also der Niederschlag verteilt sich so ein bisschen mehr dann schon auf die Wintermonate. Dafür gibt es dann halt aber weniger Regen halt im Frühjahr und im Sommer. Und bis jetzt zumindest ist es auch relativ trocken bei uns. Also es könnte durchaus, auch wenn wir natürlich gute Wetterfreunde sind, könnte es ruhig auch ein bisschen mehr regnen. Wir haben ja eben auch, wie schon erwähnt vorher, haben wir auch ein paar tiefgründigere Böden. Die können sehr gut Wasser speichern. Aber da muss halt eben auch Wasser kommen, dass diese Böden das speichern können. Und das hilft uns dann enorm dann halt im Frühjahr. Also bis jetzt ist es auch noch relativ trocken. Und ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht auf jeden Fall. Aber im Grunde ist es so, die Weinrebe ist so eine Pflanze, die bis jetzt davon eher profitiert. Also wir haben da jetzt echt, also es ist nicht negativ, es ist nur was man halt mal aufbehalten muss. Wir gewinnen eher dadurch so die Weinrebe, die Qualität. Also wir gewinnen vor allem die Roten oder extrem die Roten, sage ich mal. Weiße auch. Das Einzige, wo es ein bisschen knifflig ist, ist dann halt eben bei jungen Weinbergen, die halt noch nicht so tief wurzeln, weil die älteren Reben, die können ein bisschen tiefer wurzeln und können sich halt aus tieferen Bodenschichten auch wirklich Wasser ziehen. Das ist bei den Jungen halt noch nicht so der Fall und da muss man im Sommer und so schon gucken, dass man da dann auch entweder alle Trauben oder mehr Trauben rausschneidet, um so einen Weinberg halt nicht zu überlasten. Und dass die halt eben auch eben älter werden können und auch dann eben wurzeln können. Aber das müssen wir im Auge behalten. Aber bis jetzt sind wir da noch guter Dinge auf jeden Fall. Ja, aber ich sage, wir haben auch noch das Glück, wenn es bei uns regnet, ist es ja hier in Rheinhessen relativ flach, sage ich jetzt mal. Und wenn es dann auch mal regnet, dann können die Böden das auch wirklich aufnehmen, weil es eben flach ist. Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe einen Weinberg an der Mosel, es ist super steil und es hat lange nicht geregnet, dann regnet es mal, dann passiert eigentlich nur das, dass das einfach alles abgeschwemmt wird. Ist das sehr steinig, genau. Der Boden, viel Schiefe. Also da so haben wir echt Glück. Wasserhaltefähigkeit, wie wir oft. Ja. Genau, also da sind wir schon echt eigentlich relativ gut, ich sag mal, bevorteilt. Ja. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall beim dritten Wein, endlich. Genau, und zwar haben wir jetzt eben den Blanc de Noir. Ich zeige euch jetzt nochmal die Farbe auch ein bisschen an der Flasche. Also, genau, das ist ja eher so eine lachsfarbene Farbe, würde ich fast sagen. Ne? Also schon so roséfarbene schon so Reflexe. Weiß mit Rosé oder goldfarbenen Rosé, ja. Lachs. Also wir hatten ja eben zwei Weißweine und man denkt jetzt vielleicht, dass es auch, wir haben jetzt noch einen Weißwein, aber in dem Fall ist es wirklich die Weinart Blanc de Noir. Und Blanc de Noir ist ja französisch und heißt eigentlich nichts anderes wie hell aus dunkel. Genau, das ist eigentlich, und es ist ja auch ein Blanc de Noir Spätburgunder, also es ist aus der Rebsorte Spätburgunder, was eigentlich eine rote Traube ist. Das heißt, das ist eine Weinart, die wir wirklich aus dieser roten Traube herstellen und das kriegen wir nur daher hin, dass das Fruchtfleisch einer Traube eigentlich weiß ist, nur die Schale ist eigentlich rot. Wenn man sich das mal eine Traube aufschneidet, dann sieht man das auch, weil bei fast allen roten Rebsorten ist wirklich das Fruchtfleisch hell. Ja. Und wenn ich jetzt eben diese roten Trauben direkt presse, wenn die bei mir im Keller ankommen und dann trenne ich so schnell die Schale von dem Fruchtfleisch, dann hat die Farbe in der Schale gar keine Chance, sich eigentlich in den Wein zu oder in den Most zu lösen. Und deshalb kriegen wir so eine helle Farbe hin. Also es ist wirklich eigentlich
fast ein Rotwein ohne die Farbe und ohne diese. Das ist eine rote Traube, die wie Weißwein direkt hergestellt wird, quasi direkt gepresst wird. Und dadurch erhalten wir dann im Grunde aus Spätburgunder, der roten Rebsorte, den Blanc de Noir. Ja. Genau. Hier ist eine Frage reingekommen. Kann ein alter Weinstock bei mehrjähriger Trockenheit noch tief wurzeln oder ist das Wurzelwachstum begrenzt? Nee, also eigentlich alte Rebstöcke wurzeln an sich schon, also mit der Zeit geht die Wurzel schon ein bisschen tiefer. Und gerade alte Rebstöcke wurzeln eigentlich relativ tief oder deutlich tiefer halt als junge Reben und sind dadurch eigentlich noch eher in der Lage, Wasser oder sich Wasser zu besorgen als junge. Und zudem hat halt auch ein alter Rebstock mehr altes Holz, logischerweise. Und dieses alte Holz ist auch gleichzeitig ein Reservespeicher für Wasser und Nährstoffe. Also da sind alte Reben eigentlich gut aufgestellt, ja, genau. Apropos, was habt ihr eigentlich alle so zu essen? Beim letzten Mal war es nämlich so, da habe ich gesehen, da war das ja richtig verrückt, da hattet ihr euch richtige Buffets aufgebaut, weil wir haben hier nur so ein paar Brötzelchen und Cracker. Ja. Ich glaube, da können wir mit den meisten nicht mithalten. Es würde mich mal interessieren, was ihr alle so zu essen habt. Ja. Ja gut, sollen wir mal den Wein probieren? Also genau, wir haben ja schon gesagt, die Farbe eben schon fast so lachsfarben. Fast roséfarbene Reflexe. Übrigens wird ein Rosé eigentlich fast genauso hergestellt wie ein Blanc de Noir, nur dass man eben das Ganze länger stehen lässt, bevor man es presst, wodurch sich eben mehr Farbstoffe lösen und die dann am Ende auch so wirklich diesen Roséton erzeugen. Ne? Und wir haben ja auch ein Spätburgunder Rosé, der liegt dann einfach einige Stunden mehr, sage ich mal, auf der Maische nennt man das, also geerntete Trauben, das bezeichnet man im Grunde dann als Maische. Und die werden so ein bisschen angequetscht und dadurch kommt halt dann der Saft optimal mit der Schale in Berührung und das lässt man dann je nachdem wie dunkel auch, das kann man so ein bisschen steuern und es kommt natürlich auch auf die Rebsorte an, manche sind heller, manche sind dunkler. Ein Beispiel wäre jetzt Spätburgunder eher hell und Dornfelder eher dunkel und so könnte man dann auch daraus ein Rosé machen und wenn man dann Rotwein daraus machen will, das erklären wir dann gleich, wenn wir auch zu Rotwein kommen. Ja, also genau. Ich sehe hier aber schon, was hier alles so aufgetischt wurde. Cracker, Käsewürfel, gut. Zwiebelkuchen. Wir kommen dann vorbei danach. Ne? Ja, ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Ich bin zwar schmal, aber ich habe einen großen Magen. Nein, genau, jetzt mal zum Wein. Ja. Also es ist schon auch eher von der Nase und vom Geschmack ist das auch eher Weißwein ähnlich. Also wir haben halt eben auch die Säure, ein bisschen Süße, wie beim Weißwein. Wir haben auch Frucht, also wir haben halt hier schon aber auch so ein bisschen vom Spätburgunder, also eher Noten, die man auch ein bisschen aus dem Rotwein findet, so dezent, so Himbeere, ein bisschen Erdbeere, aber auch ein bisschen Zitrone, finde ich. Sehr also fruchtig, auch, ja. Genau, sehr fruchtig, auch schön erfrischend. Spätburgunder ist auch so eine Sorte, die von sich aus ein bisschen mehr Säure mitbringt. Ja. Und als Rotweinrebsorte auch als im Grunde edelste Sorte so in Deutschland angesehen wird. Oder auch im Burgund zum Beispiel. Ne? Burgund kennt man ja auch. Das ist auch Spätburgunder. Da heißt Pinot Noir. Also genau, das sind sogenannte Burgunderrebsorten. Da gehört zum Beispiel Spätburgunder dazu als rote. Da gehören aber auch weiße dazu, wie Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder. Aber auch noch eine andere rote Rebsorte gehört dazu, wie St. Laurent. Den probieren wir dann auch nochmal am Ende der Weinprobe. Ja, eine Frage. Warum trinkt man den Blanc de Noir gekühlt, wenn er doch eigentlich ein Rotwein ist? Ja, er ist Grunde ja ist auch keine Rotweintraube. Ja, ich meine, wir könnten den auch warm trinken natürlich. Aber da ist es ja so, umso wärmer wir jetzt, im Grunde hat der Weißwein Eigenschaften, aber umso wärmer wir den jetzt trinken würden, ich sag mal, wenn Wein wärmer ist, dann nimmt man Sachen wie die Säure halt mehr wahr. Das heißt, wenn der jetzt warm wäre oder Zimmertemperatur hätte, dann würde er halt für uns säuerlicher schmecken halt. Ist einfach erfrischender, würde ich auch sagen. Das ne? auch, aber so. Das sind halt so die Sachen so beim Weißwein. Deswegen trinkt man das ja gekühlt. Wenn wir jetzt einen Riesling zum Beispiel, den davor warm trinken würden, dann würden wir halt verstärkt die Säure halt einfach wahrnehmen. Und das ist halt beim Rotwein ein bisschen anders. Da geht es nicht nur um Säure. Da haben wir dann eben noch als zusätzliche Komponente die Gerbstoffe, die Tannine. Ja. Und deswegen trinken wir das eher auf Zimmertemperatur, weil sich das alles so ein bisschen mehr in der Balance hält. Und beim Weißen
ja, auch um der Erfrischungshalber willen. Ja, zu was so. Würdest du sagen, kann man das so perfekt kombinieren, jetzt beim, wenn man jetzt sagt, man will jetzt was Schönes kochen dazu? Ich würde es halt auch zu hellen Fleischgerichten, also ich sag mal Schwein, Schweinemedaillons oder Hähnchen oder auch Fisch. Genau, ich finde auch Fisch oder ja. Meeresfrüchte würde auch gut passen. Ja. Oder auch ein schöner Salat. Ja, Meeresfrüchte, genau, also was so diese hellere, leichtere Küche. Ja. Genau, da würde ich das. Und vorhin zum Beispiel der Riesling, den wir hatten, dadurch, dass er eben auch ein bisschen im Holz gereift ist, den kann man auch, finde ich, jetzt zu ein bisschen kräftigerem Essen servieren. Also wirklich auch irgendwie sehr deftige Soßen, wenn man irgendwie, sei es jetzt ein Fleischgericht mit einer dunklen Soße oder... Ja. Da könnte man vielleicht auch mal, wenn man wollte, da könnte man auch ruhig mal was Dunkleres zu probieren. Also, ja. Oder was gegrillt ist, das passt, das harmoniert auch sehr gut, weil beim Grillen bekommt man ja auch diese Röstaromen. Wie bei den Barriques im Grunde, wo wir dann auch teilweise die Riesling-Reserve gelagert haben. Das ergänzt sich dann auch sehr, sehr gut. Ne? Ja. Aber natürlich sind das auch solo für sich getrunken auch super Wein. Man muss nicht immer irgendwie einen Speisebegleiter haben. Das ist natürlich auch schön zu haben. Aber Hauptsache oder das Wichtigste ist ja immer, dass ein Wein muss ja auch für sich schmecken. Genau. Ja, und euch auf jeden Fall auch noch mitteilen wollten oder nicht vorenthalten wollten. Wir haben gerade erst eine richtig coole Auszeichnung bekommen. Ich zeig's euch mal. Und zwar wurden wir von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, der DLG, und dem Bundesministerium zum Weinerzeuger des Jahres erkoren, sozusagen. Winzer des Jahres, genau. Also da sind wir richtig stolz drauf und haben uns super gefreut. Und genau, da gibt es auch einen kleinen Film zu und ich hoffe, die Stimme aus dem Off wird den jetzt mal einspielen. Unser Programmierer macht das, spielt es jetzt ein. Unser IT-Lehrer. Übrigens, Valentin macht auch eine Winzerlehre gerade. Der hat sich auch dazu entschieden, in diese Branche einzusteigen sozusagen. Und genau. Spielt jetzt aber erstmal den Film. Spielt jetzt erstmal den Film ab. Stumm. Ja. Wir haben im nächsten Jahr 300-jährige Tradition, Weinbautradition, die 9. Generation. Also da sind wir so besonders stolz, dass er nicht abgerissen ist und sogar die 10. hat Interesse. Für mich war es so, dass ich nie gedacht habe, dass ich Winzerin werde. Und dann hat es mir echt die Augen geöffnet. Ich bin jetzt auch die erste Frau quasi, die das nach 10 Generationen dann übernimmt. Wein mit Leidenschaft seit 300 Jahren, das ist schon cool. Unsere Stärken sind die Burgunder. Also Burgunder hier in Rheinhessen und in unserer Landschaft. Karge Böden bringen wir tolle Trauben, Kalkboden, Löss-Lehmböden, ideal für Burgunder. Richtige Arbeit im Weinberg, da sorgt mein Bruder dafür. Dann kommen die in den Keller zu uns und dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Es ist ein ständiges Bemühen nach besserer Qualität. Wir leben schon für unseren Wein. Es gibt natürlich auch neue Herausforderungen, die auch meine Generation dann eher betreffen. Den Klimawandel zum Beispiel, also da merken wir schon auch deutlich Unterschiede in den letzten Jahren. Wir sind mega happy natürlich. Das ist so der Lohn für die ganze Arbeit, denn man hat ja schon viel zu tun das ganze Jahr über. Und natürlich ist das dann umso erfreulicher, wenn es am Ende auch fruchtet. Wir haben viele Kunden, die unsere Weine im Regal stehen haben, also Lebensmittelhandel, Fachhandel. Und da macht es schon Sinn, wenn ja keine persönliche Beratung da ist, dass so eine Auszeichnung da ist. Es gibt dem Kunden eine Stütze und einen Halt. Unsere Kunden freuen sich mit uns und sind immer sehr interessiert. Die Prämierung ist ja Ansporn, dass man einfach am richtigen Weg ist. Dann haben wir alles richtig gemacht, dann haben wir auch Grund zu feiern. So, ich hoffe, das hat jetzt bei allen geklappt, dass das... übertragen wurde, genau. Also wir haben so ein kleines Filmchen dann machen dürfen über unser Weingut und zu dieser Auszeichnung. Und ja, es ist eben so, dass wir regelmäßig eben an diesen Wettbewerben teilnehmen von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Also das sind dann auch oft eben diese Medaillen, die ihr auf den Flaschen seht. Und genau, das machen wir eigentlich jedes Jahr, dass wir da mitmachen und haben eben in diesem Jahr wirklich in
Vergleich zu allen Weingütern, die sonst noch mitmachen, haben wir die besten Bewertungen bekommen über unser ganzes Sortiment sozusagen. Und ja, wurden dadurch zum Winzer des Jahres ausgezeichnet. Und das sind ja auch nicht irgendwelche Kritiker oder Bewerter oder so, sondern das sind auch alles, ist immer eine Fachjury. Also sind wirklich dann auch entweder Winzermeister oder halt irgendwie auch studierte Verkoster, ja. Ich sag mal wie wir oder was. Und also da steckt wirklich Know-how hinter. Das ist nicht irgendwie so, ah ja, die machen jetzt guten Wein und passt so, sondern das ist wirklich eine Merk. Also es sind wirklich auch mindestens 5 Leute. Bei DLG weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es sind auch 5, glaube ich, mindestens. Und da wird dann schon jeder verkostet für sich erstmal. Und das ist schon eine sehr, sehr hochwertige Sache. Und deswegen sind wir auf jeden Fall auch sehr stolz, dass es wieder so geklappt hat. Ne? Darf man auch mal sagen. Ja. Ja, wir geben uns schon immer sehr Mühe, der ganze Betrieb, alle Mitarbeiter auch. Und genau. Ja, das ist natürlich schon schön, wenn das dann am Ende, wenn man das so gedankt bekommt, sage ich jetzt mal. Ne? Das klappt auch nur, wenn alle mitziehen, das ganze Team, nicht nur die Familie, sondern alle anderen auch. Ja. Und deswegen ist das auf jeden Fall Ansporn auch für die nächsten Jahrgänge. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, geben wir uns allen mal eine kleine Pause zum Verschnaufen. Schon so. Von unserem Gerede. Könnt ihr euch alle mal erholen. Ja. Nein, also mal so 5 Minuten oder sowas. Ja, also 5 Minuten. Zwischen 5 und 10 Minuten. Und genau, ich habe gerade gesehen, da kam noch die Frage, wie viele Mitarbeiter wir haben. Also wir haben so 13 Mitarbeiter ungefähr noch Festangestellte, aber jetzt über alle Bereiche. Ne? Also so ein Weingut ist ja auch sehr vielseitig. Also wir haben das Büro natürlich, was sehr wichtig ist, aber auch die Produktion oder eben der Keller und der Weinberg oder das Lager und dann natürlich saisonal auch immer noch mal, je nach Arbeit, ein paar Aushilfen. Also oder auch natürlich die Vinothek normalerweise. Ne? Deswegen haben wir da schon ein relativ großes, gutes Team. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen und sehen uns wieder so in 5 Minuten ungefähr. 5 Minuten ungefähr. Wir schauen jetzt nicht ganz genau auf die Uhr. Auch nicht zu viel. Genau. Geschmack nicht zu verpassen. Nein, wir wollen ja danach noch sehr genau weiter probieren. Okay, bis gleich.
Hallo? 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 Hey! Jetzt hören uns alle. Okay, machen wir es wieder aus. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Wir sind nur zu zweit, damit wir mehr vom Wein haben. Hallo. Hallo, Hubertus. Schöne Grüße. Grüße. Mach Mikro wieder aus. Hallo Hubertus. Hallo. Hallo. Du warst online gerade, ich hab's gesehen. Ehrlich? Oh, das Mikro. Ich kann doch was sagen, gell? Ich bin jetzt nicht an. Jetzt. Jetzt. Guten Abend, Herr Eifler. Ja, das schon. Prost. 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 Hallo. 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 Okay. Grüße aus Norddeutschland. Ja, wir auch. Wir nicht. Ja, den Moin. Goldflaschen. Ja, Moin. Moin. Moin, Moin. Oh, Moin miteinander, Gruß vom Deich. Gruß vom Deich. Wir leben auf der Gies. Moin, ich bin aus Dortmund. An die Küste. Nur der BVB. Ja. Nur der BVB. Furchtbar. Was? Wer da? Wer da? Wer da ist okay. So. Guten Abend, Kalli. Hallo. Mach es aus. Also ich bin dafür, dass wir das jetzt jedes Wochenende machen. Ja. Wer gibt die Wein aus? Wer bestellt den Wein? Nächste Woche Bier. Gut, alles klar. Alles klar. Nächste Woche gibt's Prinz. Wer kennt den Prinz? Keiner? Keiner kennt Prinz. Doch. Wir. Ja. Ja. Das kennen wir auch. Aber Wein und Prinz, ganz gefährlich gemischt. Ganz gefährlich. Ich hole dir noch ein großes. Was habt ihr da für tolle Füße auf dem Bild? Hm? Mag ich auch nicht. Was ist das hier? Ein Kiwi? Ich weiß nicht, der Fuß jetzt. Wir sitzen im Hallen. Füße? Was ist das denn? Schatz hier. Nee, nee. Wieso machen die von den Erdbeeren nicht diese Dinger? Damit du das selber machst.
So. Oh, hier gibt's eine kleine Rückkopplung. Da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt aber wirklich. So, ich hoffe, alle sind wieder gut aus der Pause zurückgekommen. Ne? Ja. Jetzt sind wir nämlich im roten Bereich angekommen. Oh. Genau, wir fangen jetzt nämlich an mit was ganz Besonderem. Und zwar gibt es bei uns im Weingut immer zwei Saisonweine. Für alle, die schon bei der ersten Online-Weinprobe dabei waren, da hatten wir unseren Florent. Und das Pendant dazu in Rot ist unser Primeros. Man erkennt es auch schon so ein bisschen am Etikett. Es ist sehr so ein herbstliches Etikett, finde ich. Sieht auch echt ganz schick aus. Und ja, der Inhalt entspricht dem eigentlich auch. Genau, es ist so unser... Ach, die Umfrage. Ihr seid gut. Ihr denkt mehr mit als wir. Ja. Ein Test. Ach so, ja, ein Test natürlich. Nee, genau, dann machen wir doch jetzt nochmal die Umfrage vorher schnell. Valentin? Blanc de Noir. Da könnt ihr jetzt nochmal schnell Feedback geben, wie euch der Wein geschmeckt hat. Und in der Zeit können wir ja schon mal den Primeros eingießen. Schauen wir mal hier weg. So. Mal ein Schlückchen. Oh, die Farbe ist schon sehr vielversprechend. Cheers. Willkommen im roten Bereich. So. Genau, also wir fangen mal wieder mit der Farbe an, würde ich sagen. Ne? Also der Primeros ist, wie gesagt, bei uns ein Saisonwein. Das ist so unser Herbst-, Weihnachts- oder Winterwein. Und das ist das Spannende an dem, ist, dass, man kann es eigentlich kaum glauben, das ist schon ein Rotwein aus dem jetzigen Jahrgang. Also das ist jetzt schon quasi noch ein Baby sozusagen aus dem 2020er Jahrgang. Ganz frisch auf die Flasche gefüllt und super intensiv auch in der Farbe schon. Ne? Also man, wenn man den jetzt mal so schön im Glas schwenkt, man sieht es schon richtig. Also dunkelrot bis violett, ne? Und einem kommt auch schon so richtig der Geruch entgegen. Ja. Super fruchtig. Schauen wir mal. Ja, der kam noch gut an, würde ich sagen, ne? Sehr gut. So. Ja, der Primeros ist auch aus Dornfelder. Und da merkt man dann so ganz grob schon mal, also Dornfelder ist ja eine Traube, die eher ein bisschen dunklere Weine ergibt. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, wir sind nicht so schnell. Dornfelder ist eher eine bisschen dunklere Traube auch. Das Fruchtfleisch ist dunkler und dementsprechend, gibt es auch etwas dunkleren Wein daraus, wie wir hier sehen. Also es ist echt eine richtig schöne violette, ich sag mal Purpurfarbe, die wir da haben. Also wirklich echt toll. Ja, und das ist 2020er, also der ist echt ganz jung und ist auch ein bisschen anders vom Stil, sag ich mal, als normaler Rotwein. Ist eher ein sehr, sehr, also es ist ein schöner Übergang jetzt eigentlich zwischen den Weißen zu den Roten, weil es ein sehr, sehr fruchtbetonter Rotwein ist. Also wenn man reinriecht, ist er auch sehr aromatisch, finde ich. Man hat so ein bisschen was Buttriges, aber auch ein bisschen was von Apfel und roten Beeren viel. Manchmal hat man ja oder hört man auch, dass Dornfelder vielleicht nicht mehr so den Superruf hat. Aber wir wollen auch gerade eben mit diesem Wein zeigen. Deswegen steht gar nicht so groß Dornfelder drauf, dass es eben eigentlich eine tolle Rebsorte ist. Weil es muss nicht jeder Wein oder nicht jede Rebsorte für den super Premium Wein, super komplizierten Wein gemacht sein, sondern das ist wirklich so ein Wein, wir sagen immer gerne, es ist so ein Tischwein auch, ja. Den kann man so zu allem irgendwie trinken, davon kann man auch mal ein Gläschen mehr trinken, ne, so, und super fruchtig, unkompliziert auch, also hat, der ist jetzt sehr weich, der hat jetzt gar nicht so viel Gerbstoffe. Genau, ist gerade für auch für die Leute, manche tun sich ja so ein bisschen schwer mit Rotwein, weil Rotwein hat ja eben halt auch diese sogenannten Gerbstoffe, Tannin, was halt dann eben über die etwas andere Herstellungsart kommt. Da erklären wir dann gleich beim nächsten Mal nochmal genauer was zu, würde ich sagen. Und ist halt eben Tannin, Gerbstoffe, das kommt ja aus der Beere. Das ist dann so, wie wenn man jetzt, ich sag mal, irgendwie einen langgezogenen schwarzen Tee trinken würde. Ne? Das ist so, was die Zunge so ein bisschen zusammenzieht. Und das hat der Primeros eben nicht so. Ist eher sehr weich, sehr fruchtig und ist deswegen gerade auch so für Rotwein-Neueinsteiger, sag ich mal, echt
eine super Sache. So kommt man gut an Rotwein ran. Und sieht auch schick aus dazu. Sieht schick aus und ich finde es auch ganz cool. Den kann man auch mal irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Kühlschrank stellen, weil umso kühler ein Wein ist, deswegen trinken wir auch Weißwein gekühlt. Das betont so die Fruchtaromatik halt so ein bisschen vom Wein und das passt auch gut beim Primeros. Ja. Genau, also wie gesagt, das ist ein Wein, der irgendwie immer geht. Ne? Und ja, eben von dem Jahrgang jetzt auch schon. Und vielleicht können wir dazu nochmal was sagen. Also 2020 war eigentlich vom Jahrgang her fast ähnlich wie 2018. Extrem warm auch. Also wir hatten im Herbst sozusagen, wo es früher eigentlich super kalt und auch nass war, hatten wir noch richtig sommerliche Temperaturen. Bis 25 ja. Grad sind da teilweise mit kurzen Hosen noch im Keller rumgesprungen. Ein richtiger Altweibersommer im Grunde. Ne? Da in dem Jahr ging es dann darum, quasi, dass man nicht zu spät liest, weil umso später wir lesen, umso länger die Trauben hängen, umso mehr Zucker bekommen die auch, umso mehr Zucker entwickeln die. Ja, und genau, das ist ja bei der Gärung so, um das da quasi darauf zurückzukommen. Bei der Gärung wird ja eigentlich nichts anderes gemacht, als von Hefen Zucker in Alkohol und in Kohlensäure umzuwandeln. Und da ging es dann in dem Jahr darum, so ein bisschen abzupassen, dass man halt eben nicht zu spät liest, weil wenn man halt dann einen Ticken zu spät liest, dann kann es sein, dass wir halt zu reife Trauben haben und die würden dann halt relativ viel Alkohol haben. Ne? Aber das ist dann die Kunst, das haben wir auch wieder eigentlich ganz gut abgepasst. Und ich persönlich finde, ich meine, ich habe jetzt auch, keine Ahnung, insgesamt vielleicht 7, 8 Lesen oder so mitgemacht insgesamt. Und was ich jetzt da so im Keller rieche, schmecke so von den Jungwein, also das nennt man Jungweine, die jetzt gerade vergoren wurden. Wir haben auch noch welche, die gären auch noch. Also ich finde es so vom Aroma her und vom Geschmack finde ich es richtig, richtig gut. Also fast generell der Beste. Ja, generell. Also super, wirklich. Wir werden auch insgesamt nur top gesundes Lesegut. Also 2018 war ja auch so ein super Jahr. Da hatte man dann auch sehr gesunde und top Qualität und auch einen etwas höheren Ertrag. Jetzt in 2020 war der Ertrag ein bisschen niedriger, aber die Qualität war auch top. Aber für mich persönlich finde 2020, also nur persönlich, geschmacklich und vom Aroma her richtig top und ist für mich insgesamt der beste Jahrgang, den ich jetzt so erlebt habe. Also ihr könnt euch freuen. Die 20er fangen gut an. Ja. Ja, ist eigentlich schon verrückt. Früher hat man drum gebangt, dass auch gerade die roten Sorten reif wurden. Man war früh dann sehr, sehr nass und kalt und jetzt ist es fast schon so, dass man gucken muss, dass man rechtzeitig die Trauben in den Keller holt, weil einfach sonst der Zuckergehalt so hoch ist und dementsprechend natürlich auch der Alkoholgehalt. Und gerade bei Weißwein will man natürlich auch irgendwie einen moderaten Alkoholgehalt, dass man nicht jetzt im Sommer auf der Terrasse sitzt und irgendwie einen Weißwein mit 14 Volumenprozent genießt, sozusagen. Ja. Wir haben eine Frage. Ja. Mir wurde gerade noch gefragt, ob wir Rotweingläser benutzen. Wir haben uns jetzt tatsächlich sogar Rotweingläser geholt, ja, gut aufgepasst. Aber ja, das kann man machen, muss man jetzt nicht zwingend. Ich glaube, bei der letzten Weinprobe haben wir auch immer ein Glas benutzt. Ja, wer es hat, ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist so ein Thema, Wein und Glas. Ich finde, das wird manchmal so ein bisschen überbewertet. Ja. Also ich finde, ein Weinglas ist schon wichtig. Ich mag persönlich halt diese Form, also diese, ne, die so nach oben ein bisschen sich schließende Form, diese typische Weinglasform, die sich halt heute so ein bisschen etabliert hat. Also die finde ich super. Und ich bräuchte jetzt aber auch ehrlich gesagt jetzt keine zwei verschiedenen Gläser. Die Vicky hat die jetzt hier hingestellt, da sage ich natürlich nicht nein, aber also das sind jetzt so ganz minimale Aromenveränderungen. Natürlich, wenn wir jetzt so ein großes Glas haben, ist es natürlich schon so, da ist dann auch mehr Oberfläche und es kann mehr Luft an den Wein und das tut oft schon auch jüngeren Rotweinen gut, aber das sind wirklich so Nuancen, das ist so, ist jetzt nichts, was, ich sag mal, kriegsentscheidend ist. Ja, und ich habe auch gerade gelesen, also klar, es gibt auch Allround-Gläser, die genau. quasi für, ja. für alle Weinarten gut sind. Und ja. Ja, also
Wir haben eigentlich auch nur ein Glas so richtig zu Hause. Ich finde das manchmal so ein bisschen über. Das ist ein bisschen Show, dann sage ich mal. Das ist ja auch cool, kann jeder machen. Finde ich auch gut. Das ist dann schon sehr weinnerdig. Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht... also wir waren in ein, zwei Weinbars mal in Berlin. Da gibt's dann, da gab es dann auch für jeden Wein ein anderes Glas. Es ist natürlich wirklich nett und auch schön irgendwo, aber ist jetzt nicht, auch was man unbedingt... Show. Bräuchte, ja. Wenn man so ehrlich ist. Aber da gibt es andere, die sagen was anderes und jeder jedem seine Meinung. Ja. So unsere persönliche, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, könnt ihr uns vielleicht mal mitteilen, wie euch dieser Wein schmeckt. Aber wie gesagt, es ist auch eher so ein Einstiegswein, also ein super süffiger, fruchtiger Wein. Ja. Staubtrocken und lebt von der Frucht. Und ich finde ihn echt super. Mir macht das Spaß. Ja. Könnt uns ja mal eure Meinung mitteilen. Jetzt der Primärus. Schauen wir mal, was da rauskommt. So. Wir können ja vielleicht schon mal uns den nächsten vorknöpfen. Ja. Ach so, nee, jetzt machen wir hier. Wir holen jetzt mal den Valentin vor die Kamera. Ja. Es gibt ein kleines. Noch mal was Kleines zu gewinnen. Dass wir den Altersdurchschnitt mal um 10 Jahre senken jetzt. Genau. Wir sind hier schon die alten Hasen. Man glaubt es nicht. Genau, und zwar gibt es jetzt nämlich unsere super schöne Pretzschürze. Ich weiß nicht, ob man es durch die Verpackung so gut sieht. Wir hätten die eigentlich mal, du hättest die mal Modenschau machen sollen. Ja. Nee. Die gibt es jetzt zu gewinnen. Und zwar also auch wieder zwei Personen. Guten Tag, sagt er. So. Servus. So. Merci, da ist er, der war der Ganz schnell und unspektakulär. Und die erste Schürze geht nach Missen, und zwar an den Fabian Schütz. Ja, pass auf, Schürze. Genau. Die linke mal zur Seite. Zweite Person, sag mal her. Oh, wieder Düsseldorf. Sonja Lohkemper aus Düsseldorf bekommt die zweite Schürze. Ja, also dann könnt ihr ja schön in Zukunft mit der Brettschürze ordentlich in der Küche. Soll ich nur noch irgendwie ein Kochbuch von uns besorgen und dann geht's los. Ja, dann müsst ihr euch mit den Kochbuchgewinnern zusammentun. Ja. Oh, und hier kommen die Ergebnisse. Ja, das ist, wie würde ich sagen? Ja, ist so mittel, sag ich mal. Ne? Auch so ein paar nicht so meins, okay. Und ja, aber im Großen und Ganzen doch fanden es einige. Ganz gut, ja. Ja, für uns ist es auch immer gut zu sehen, wie ihr so oder wie die Weine so bei euch ankommen. Dann können wir vielleicht auch einfach gucken, dass wir fürs nächste Mal die so wählen, dass es vielleicht besser für alle abgestimmt wird, sozusagen. Ja, ist natürlich schwierig. Aber wir versuchen immer so eine gewisse Bandbreite zu zeigen. Wir werden da halt nie mit jedem Wein. Genau, sehr, sehr, sehr Geschmackssache auch, ne? Geschmack. Ja. Klar. Aber ich würde gerne mit dem anderen weitermachen. Würdest du gerne? Ja. Okay, eine Frage haben wir noch. Was hat die Form der Flasche, jetzt ist sie weg, die Frage. Was hat die Form der Flasche zu bedeuten, also ob es irgendwie am Aroma irgendwas ändern kann? Oder? Ja, also es gibt bestimmte Flaschenformen, die haben auch eben diese, den entsprechenden Namen, je nach Region, also so ein bisschen. Also es gibt Flaschen, die heißen Bordeaux-Flaschen, es gibt Flaschen, die heißen Burgunder. Das ist dann auch so ein bisschen typisch, sage ich mal, für die Weinart, wenn wir jetzt mal gerade den holen. Ich kann gerade das einfach dir zeigen, oder das wäre der nächste, das ist der St. Laurent. Ne? Also das ist so eine typische Flasche, die man erkennt mit dem langen Hals. Das ist eine sogenannte Bordeaux-Flasche. Also das ist halt, was man typischerweise auch von Weinen aus dem Bordeaux oder so kennt. Das ist sehr, sag mal, klassisch. Und dann gäbe es zum Beispiel... Die Burgunderflasche. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Spätburgunder. Der Burgunderflasche. Ja. Kommt dann quasi auch aus Frankreich. Das ist dann halt eben aus dem Burgund. So, das sind ja immer so die quasi Kontrahenten. Und da werden halt dann eben halt burgundmäßig dann halt eben Pinot Noir ausgebaut. Das ist bei uns ja dann hier auch Spätburgunder. Also Spätburgunder ist ja quasi der deutsche Pinot Noir. Und deswegen haben wir das in dem Fall jetzt auch so. Und das macht jetzt keinen Unterschied auf Qualität oder Geschmack, das ist mehr so rein optische Sache quasi. Genau, ja, also das kann man auch, man könnte jetzt auch alle Weine des Weinguts in Burgunderflaschen füllen, wenn man wollte. Ist auch nicht vorgeschrieben, genau. Kann man machen, wie man möchte. Wie lange ist der Wein lagerfähig? Jetzt speziell der Primärus?
Ich denke, es ging um den. Ja, gut, also insgesamt ist das immer reine Geschmackssache. Der Primeros lebt so ein bisschen von seiner Frische, von seiner Frucht. Also ich würde den halt eher vor einem Jahr trinken. Aber wenn er jetzt älter wäre, der wird garantiert nicht schlecht. Aber da, wie lange ist der, sag mal, lagerbar? Das ist sowas, das kann man nicht pauschal sagen, weil da geht es halt eben viel um Geschmack, um was mag ich, was magst du? Und das muss jeder für sich wissen. Ja, ich würde sagen, halt beim Primeros, das ist eher ein Wein, den man wirklich frisch und fruchtig trinkt. Der ist ja so ein bisschen auch nach dem Vorbild in Frankreich, im Beaujolais, dem Beaujolais Nouveau gemacht. Und das ist eher was ganz Fruchtiges, Frisches, was man auch so trinken sollte, sage ich mal. Aber jetzt kommen wir eben auch zu Weinen, die im Barrique gereift sind. Und die sind auf jeden Fall lagerfähig. Und genau, das ist eigentlich ein guter Übergang zum St. Laurent oder St. Laurent als nächstes. Das wäre jetzt ein Wein, wenn man den jetzt 10 Jahre vergisst, dann wird er garantiert nicht schlechter. Ja. Genau, den schenken wir uns gerade mal ein. Wir haben den ja alles schon aufgemacht. Genau, ich werde jetzt erstmal was trinken gegen meinen Husten. Ja. So, gießen wir uns den St. Laurent ein. Wir haben den ja vorhin schon geöffnet, einfach damit er schon mal so ein bisschen atmen kann sozusagen. Denn gerade Rotwein reagiert extrem auch mit Luft und macht den Wein einfach ein bisschen zugänglicher, ne? Ja. Genau, also es sind quasi die, deswegen macht man das ja bei Rotwein, das sind dann eben diese Gerbstoffe, die halt aus der Schale und aus den Kernen kommen, weil wir da eben eine andere Herstellung haben, das erzählen wir dann gleich. Und wenn die ein bisschen mit Luft reagieren können, das ist die sogenannte Polymerisation. Dann wird der Wein noch mal ein bisschen. Es wird hier richtig. Muss sich auch irgendwo lohnen hier, ne? Nein, Quatsch. Da wird der Wein noch mal ein bisschen weicher, sag ich mal einfach. Ne? Also, das lohnt sich auf jeden Fall schon. Es wurde jetzt nochmal gefragt, welcher Wein jetzt dran ist. Ach so, ja, also wir sind hier beim St. Laurent jetzt. Ja, ihr habt recht. Wir hatten den Spätburgunder zuerst auf der Liste, aber wir haben jetzt mal. Ich dachte, wir ändern mal die Reihenfolge. Ja, der Luca bringt dir ein bisschen. Tut mir leid, ich hatte den gerade in Griff. Confusion hier. Ja, wir kriegen es auch so. Genau, also jetzt gibt es als erstes den St. Laurent. Jetzt habe ich gerade selber gesehen, hier steht, kam noch die Frage, sollte man Rotweine dekantieren? Ja, das führt dann halt wieder zu der Frage zurück mit der Luft und das tut den Gerbstoffen und insgesamt. Ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt, ja, also das ist jetzt kein Muss. Ne? Dafür hat man dann, da könnte man jetzt sagen, wenn ich jetzt große Rotweingläser habe, dann langt es ja, wenn ich den jetzt da einfülle, sage ich mal, dann hat er ja auch ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Aber wenn es jetzt ein jüngerer Rotwein ist und man probiert ihn und der schmeckt noch so ein bisschen, ich sag mal so bitter, dann kann man sich da schon überlegen, den halt zu dekantieren beziehungsweise karaffieren. Einfach halt dann eben umschütten, weil da kommt ja alleine auch schon mal Luft halt an den Wein beim Umschütten und man hat diese größere Oberfläche. Das kann dann halt echt schon nach einer halben Stunde den Wein noch mal ein bisschen zugänglicher, weicher machen. Also das verändert schon Wein. Also es ist kein Muss, aber man kann es machen. Ja, ja, es gibt ja auch viele Weingüter, sage ich mal, die stellen Weine her und die sagen, diese Weine sind erst perfekt in 10 Jahren, sage ich jetzt mal. Und wenn man den dann nach 5 Jahren öffnet, und dann denke ich, ist es nicht von Nachteil, wenn man den mal dekantiert, einfach um das Ganze ein bisschen eben zugänglicher zu machen. Ja. Aber wir sind schon Freunde davon eigentlich, dass man die Weine dann auch schon bald trinken kann. Ne? Dass man nicht noch ewig warten muss, bis sie trinkbar sind sozusagen. Ja, wir haben ja jetzt auch einen St. Laurent hier, der von 2016 ist. Also der ist ja schon ein paar Jahre gelagert. Der ist ein paar Jahre gelagert und dann auch nochmal auf der Flasche im Grunde und hat dadurch eigentlich schon eine gute Trinkreife, sag ich mal. Also das ist jetzt kein Wein, den man jetzt irgendwie nochmal 5 Jahre weglegen müsste. Kann man machen, wie gesagt, wenn man das mag. Ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Also ich zum Beispiel finde das gar nicht schlecht, wenn du den jetzt 3 Jahre später trinkst. Aber das ist reine Geschmackssache wirklich. Und wenn er jetzt gut schmeckt, dann gibt es auch keinen Grund, eigentlich den Wein wegzulegen. Ne? Da kam gerade nochmal die Frage rein, woher kommt das Butteraroma beim Primeros? Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass diese buttrigen Aromen oft von einem biologischen Säureabbau, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, also dem BSA, kommen. Mhm. Und gerade bei Rotwein, also auch bei dem Primeros, machen wir auf jeden Fall BSA. Und da entstehen letztendlich oft diese Aromen, die wirklich bei einem Wein dann auch so ein bisschen an
an Butter erinnern, ne? Ja. Joghurt oder Butter. Ja, weil dadurch wandeln wir eine Säureart, also die Äpfelsäure, die wir eigentlich eher bei Weißwein, sag ich mal, haben wollen, weil die so ein bisschen dieses frische Gefühl fördert. Das wollen wir beim Rotwein ja nicht unbedingt, sondern wir wollen ja eher, dass der Wein weich ist im Mund das schön samtig im Gaumen ist. Und da ist dann eben die sogenannte Milchsäure besser. Und bei BSA wird einfach Äpfelsäure, diese etwas, ich sag mal vorsichtig, unreife Säure, die wird dann halt eben in die Milchsäure umgewandelt. Dadurch wird der Wein erstmal weniger sauer wahrgenommen und auch ein bisschen weicher. Und er kriegt dadurch auch eben so ein bisschen diese Butteraromat. Das ist ganz richtig erkannt, genau. Und wir haben hier richtige Profis dabei. Ja, also das ist typisch für BSA, wenn du einen Rotwein BSA hat, dann man hat natürlich auch noch diese Fruchtaromatik, aber man hat halt eben diese ganz leichte, es soll immer leicht sein, nur diese Butteraromatik, das soll jetzt irgendwie nicht schlecht sein, sondern das ist auch schon gewollt so, ja. Und das ist jetzt aber, weil der Wein auch sehr frisch ist, wenn man den jetzt eben wie den St. Laurent oder so, der jetzt schon von 2016 ist, der hat ja auch BSA gemacht damals, aber der ist jetzt ja schon ein bisschen gereifter. Mhm. Und hat durch die Fasslagerung ein paar zusätzliche Aromen gewonnen, da merkt man dieses Buttrige nicht mehr so. Ja, apropos, also ich finde auch, wenn man sich den Wein jetzt im Glas anguckt, dann sieht man auch fast schon so ein bisschen braune Reflexe. Also klar, der Wein ist rot, aber schon so leicht was Bräunliches. Und das ist auch schon so ein bisschen, was einen darauf hinweist, sage ich mal, dass ein Wein auch ein bisschen gelagert ist oder gereift ist und auch aus dem Holzfass kommt, ne? Ja. Und das riecht man auch deutlich, ne? Wenn man da reinriecht. Jetzt würdest du sagen, eine Frage. Wird er in der gleichen Erde wie der Riesling angebaut? Der St. Laurent? Ja, nicht unbedingt. Also wir haben jetzt St. Laurent, haben wir eher so in den, ich sag mal so in den flacheren Lagen, im Lösslehm-Bereich. Der Riesling ist vor allem auf dem Petersberg. Ja, aber St. Laurent ist auch durchaus, hat auch durchaus nicht so niedrige Ansprüche an den Boden. Also es ist auch keine, es gibt Rebsorten, die haben nicht so hohe Ansprüche und St. Laurent ist das schon auch eine Rebsorte, die nicht ganz so anspruchslos ist. Also es müssen auch tendenziell, sage ich jetzt mal so, um das so ein bisschen zu verallgemeinern, ein bisschen bessere Lagen sein. Das ist auch eine Rebsorte, die nicht so hohe Erträge bringt und eigentlich auch qualitativ sehr hochwertig ist und oft, finde ich, eigentlich unterschätzt wird. St. Laurent gehört nämlich auch zu den Burgundersorten, die hatten wir ja schon mal angesprochen. Also mit Spätburgunder, St. Laurent haben wir da nämlich auch zwei rote Rebsorten. Ja, und ist auch eine Sorte, die eigentlich ganz ursprünglich aus Österreich kommt und da eigentlich dann schon auch fast in Vergessenheit geraten ist. Und tatsächlich hat ein Winzer in Deutschland dann so ein bisschen die Fahnenstange hochgehalten für St. Laurent und weiter angepflanzt. Und mittlerweile gibt es in Rheinhessen und der Pfalz auch einige Weingüter, die St. Laurent anpflanzen. Und was hier vielleicht auch noch Schönes zu erwähnen ist, wir haben im letzten Jahr von der DRG auch eine Auszeichnung bekommen für die beste Barrique-Kollektion. Und in dem Fall gehört natürlich auch der St. Laurent aus dem Barrique dazu. Denn wie man unschwer erkennt, weil auch gerade wenn man reinriecht, ist dieser Wein eben auch in Holzfässern ausgebaut. Und das passt einfach auch perfekt, finde ich. Ne? Also so ein kräftiger Wein, dann so ein bisschen diese Vanille. Dieses Vanillige, genau. Fast schon Schokoladige. Ist ja rauchig, vanillig, schokoladig. Zimt. Ja. Durch diese Röstaromen gibt es halt, durch die Röstaromen kommen halt so ein bisschen, ich sag mal, Komplexität auf. Das ist ja auch, was wir wollen durch den Fassausbau. Genau. Und der Valentin hatte mir gerade eine Frage gezeigt, ob beim BSA auch Laktose entsteht. Das ist nicht so. Da wird kein Milchzucker gebildet, sondern es entsteht nur Milchsäure. Also er ist laktosefrei. Ja, und es kam auch noch die Frage, in welchen Holzfässern der St. Laurent ausgebaut ist, eben in Barrix, und das ist vor allem bei uns französische Eiche, aber wir spielen da auch ein bisschen. Also wir haben extrem viele Barrix, ne, weil wir auch einige Rotweine, aber auch sogar Weißweine eben ja in den Holzfässern ausbauen. Das heißt, wir haben eigentlich fast um die 500 Barrix-Fässer, und da ist es eben auch so, dass man ein Barrix-Fass wirklich nur dreimal belegen kann, und dann ist der Einfluss für den Wein eigentlich so gering, dass es gar keinen Sinn macht mehr, den in Holzfässern zu lagern. Deswegen, dreimal kann man den belegen, was so ungefähr dann ungefähr 3 Jahre sind. Und der Effekt halt von den
vom Holz, von der Holzlagerung oder von den Barriques, sag ich mal, diese Gewürznoten. Das Vanillige, das nimmt halt mit jeder Belegung halt ab. Logischerweise ist halt, wenn man so ein Fass neu hat und es zum ersten Mal belegt, ist der Effekt am größten und dann nimmt er halt ab. Ja, und nur um noch mal kurz was zu diesen Barriques zu sagen, das ist ja auch schon eine sehr noble Art, ist schon eine Art von Veredelung im Grunde, weil erstmal ist es ja Eichenholz, es ist ja jetzt Stoff, der auf Bäumen wächst. Ne? Also es dauert sehr lange, bis so eine Eiche erstmal überhaupt diese Reife erlangt hat. Ich war zweimal in so Fasskühlvereien in Frankreich, die das machen. Also es ist schon auch noch sehr, sehr altertümlich handwerklich, sag ich mal. Also es steckt extrem viel Arbeit drin. Es wird auch nur ein gewisser Teil der Eiche verwendet für diese Dauben, die daraus dann geschnitten werden. Also diese einzelnen, das sind so einzelne Holzstäbe, die dann quasi zusammen zu diesem Fass quasi, ja, mit, ja, könnte man das sagen, gebunden werden und dann mit diesen, mit so Eisenringen, 4 bis 5 sind es, glaube ich, zusammengehalten werden. Also da wird wirklich viel Handwerksarbeit eingesetzt, dann werden die eben getoastet. Und ein so ein Fass kann durchaus so 800 bis 900 € kosten. Also es ist auf jeden Fall, also ein Fass und das sind 225 Liter. Das heißt, wir brauchen schon ein paar davon. Plus der Effekt nimmt halt mit jeder Belegung ab. Also da kann man sich dann schon vorstellen oder weiß, warum so ein Rotwein aus dem Holz, der auch im Barrique war, dass der halt ein bisschen preiswerter ist, halt, ne? Weil das einfach schon eine Art von Veredelung ist. Ja. Ja. Genau. Also hier kam auch noch die Frage, wie lange der St. Laurent im Fass liegt, bis er quasi dann abgefüllt wird. Also unsere Barrique-Weine liegen eigentlich alle so ja, um die 12 Monate in den Holzfässern, also knapp ein Jahr. Deswegen auch ungefähr... Je nach Sorte mindestens 12 Monate. Ja. Dass man halt eben auch diesen Effekt hat von, ich sag mal, der Reifung, weil diese Holzfässer ja Sauerstoff durchlassen und halt eben auch, dass eben die, das Barrique seinen Effekt, so ein bisschen diese Aromatik halt an den Wein abgibt. Aber jetzt sagen wir nochmal kurz was zur Rotweinproduktion. Ja, genau. Weil das wird ja eben anders als Weißwein oder Rosé gemacht, wo die Trauben halt relativ bald gepresst werden. Bei Rotwein ist es nämlich so, dass die Trauben, also die Maische, da ist es auch so, die werden halt quasi als Ganzes, die werden ein bisschen angequetscht. Das Anquetschen ist immer wichtig, dass nämlich halt eben die Schale mit dem Saft halt in Verbindung kommt. Und es wird dann eben in Tanks befördert. Und da findet dann letzten Endes als Ganzes alle Trauben zusammen, das ist dann die Maische, findet die Gärung statt, also die Maischegärung. Das ist so absolut klassisch. Und vielleicht muss man nochmal weiter vorne anfangen. Also bei Weißwein ist es so, wir kriegen Trauben in den Keller und die werden dann direkt gepresst und dann kriegen wir einen Most, also einen Saft im Prinzip. Ne? Genau. Und dieser Saft, der kommt in Tanks oder in Holzfässer und wird dann vergoren. Und wenn man das jetzt eben so machen würde mit roten Trauben, dann bekäme man eben, wie wir es ja vorhin hatten, einen Blanc de Noir. Sehr hellen Wein. Ne? Oder auch einen Rosé, weil man eben den ganzen Trauben, der Menge quasi, gar keine Chance gibt, die Farbe irgendwie abzugeben. Und wenn man die wirklich, die ganze Farbe und auch so diese ganze Rotwein-Stilistik im Prinzip aus diesen Trauben rausbekommen möchte. Genau, dann muss man wirklich eine Maischegärung machen. Das heißt, man hat keinen Most, der dann vergoren wird, sondern man vergärt die ganzen Schalen, die ganzen Kerne, zum Teil auch die ganzen Stängel. Das wird mit vergoren, weil erst dadurch, durch diese Gärung, bekommt man zum einen natürlich die Farbstoffe, aber auch die Gerbstoffe, weil das sitzt eben alles viel in der Schale oder auch in den Kernen. Und auch diese ganze Aromatik. Ne? Ja. Also die Schale ist eigentlich so, sag ich mal, das Essentielle auch bei einer Traube. Schale und Kerne, ja. Die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Bestimmt, ja. Wie viele Trauben braucht man für eine Flasche Wein? Ja, ja. Wie viele Trauben? Also eigentlich 1 Kilo Trauben, denn ja. Wenn man die Trauben presst, dann hat man so eine Mostausbeute, also man bekommt dann ungefähr aus 1 Kilo Trauben 0,75 Liter Most im Endeffekt dann Wein. Ja, sagen wir mal ein bisschen mehr. Also vielleicht sogar 1,2 Kilo Trauben ergeben eine Flasche Wein ungefähr. Grob geschätzt. Grob. Ne? Also es kommt immer sehr auch auf die Rebsorte natürlich an und das Jahr auch.
genau. Ja. Und wie gesagt, also wir machen beim Rotwein halt eben diese Maischegärung, das war halt eben auch diese zusätzliche Komponente der Gerbstoffe, der Tannine halt rein haben, das ist eben dieses Pelzige auf der Zunge, was wir halt beim Rotwein ja auch haben wollen. Und genau, das ist ja, wovon die Rotweine letzten Endes halt leben, von diesem Zusammenspiel. Und die Weißweine leben halt vor allem halt von Frische, von Säure, Frucht, genau. Ja. Das ist so der Unterschied eigentlich zwischen den, ja, ich sag mal, zwei Sorten Weiß und Rot, genau. Und Rote eignen sich eigentlich auch nochmal einen Ticken besser, sag ich mal, für Barrique-Ausbau. Weil da passt das ja ganz gut rein. Ne? Wir haben zwar auch diese Frucht, aber wir wollen halt auch, da passt einfach super, wenn man da noch so eine leichte Vanillenote oder halt auch was Würziges, Pfeffriges reinbekommt durch Barrique-Ausbau. Ne? Wir haben ja auch Rotweine, die nicht im Barrique ausgebaut sind, wie der Primeros. Und ja, aber ist auf jeden Fall eine schöne Bereicherung. Ja, also auch, wir haben ja auch eben ein sehr großes Sortiment und wir müssen uns natürlich bei so einer Online-Weinprobe immer auf ein paar Weine beschränken und wollen euch da immer so ein bisschen was zeigen, aber ja, klar gibt es auch für in jedem Bereich nochmal andere Weine, die wir euch auch zeigen könnten und vielleicht dann, wenn ihr Lust habt, bei den nächsten Online-Weinproben auch gerne zeigen. Und da kam noch eine Frage rein. Was machen wir mit den alten Barrique-Fässern? Was wir damit machen? Genau, also es gibt ja die Whisky-Produktion, ne, die zum Beispiel gerne auch Weinfässer kauft, um dann dort Whisky eben auszubauen. Sowas kann man eben machen. Bei uns ist aber oft so, dass ehrlich gesagt die Kunden gerne auch mal eins abnehmen. Als Deko. Als Stehtisch oder sie sind handwerklich begabt und bauen sich was Schönes draus. Also da gibt es viele, viele Optionen. Man könnte das halt natürlich auch weiter zum Weinbelegen nutzen, aber ja, wir wollen ja schon diesen Effekt halt eben auch haben, dass wir so ein bisschen diese Bereicherung der Aromen halt haben. Und das haben wir halt so nach 3 Belegungen einfach nicht mehr so. Der Aufwand ist natürlich auch viel höher, die Weine in so kleine Barrique-Fässer zu legen, wie wenn ich jetzt einen Tank habe. Deswegen muss es sich natürlich auch lohnen, ne, unterm Strich. Genau, so sieht es aus. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Valentin, dann kannst du mal die Umfrage starten zu diesem Wein. Ne? Schauen wir mal, wie der so bei euch ankam. Genau. Das sind ja auch Rotweine, die halt aus dem Barrique kommen. Das sind halt auch Weine, die passen halt super zu kräftigerem Essen halt eben, ne? Zu Wild. Das passt ja auch super zur Jahreszeit. Da kommt jetzt die Umfrage, da könnt ihr mal klicken. Aber so ist ein Glauben aus dem Barrique, das passt halt auch super zu Wild. Genau, auch ganz kräftige Gerichte. Also das wäre jetzt auch so, sage ich mal, oder wir haben auch ein Cabernet Sauvignon, ganz toll aus dem Barrique. Ja. Das sind so auch, sage ich mal, so sehr weihnachtliche Weine, ne? Wo man zu einem schönen Rehbraten oder Gänse... Ja. Wobei St. Laurent ist auch typisch, dass er so eine schöne, ich finde immer, er hat so eine schöne Beeren, so eine Waldfrucht-Aromatik und das passt halt auch dann echt super zu Wild, weil da isst man dann ja auch gerne Preiselbeeren oder was auch immer dazu. Und also ich finde es echt gut, so Hirsch, Reh oder sowas. Könnt ihr aber auch, wenn ihr gerade zu Hause habt, könnt ihr auch hervorragend mal zu Schokolade probieren, wenn ihr jetzt vielleicht gerade noch einen Nachtisch braucht. Ja, genau. Also so ein Rotwein aus dem Holzfass passt auch perfekt zu dunkler Schokolade zum Beispiel. Also solltet ihr auch mal ausprobieren. Ja, dann genau, würde ich sagen, Valentin, hast du schon Ergebnisse für uns hier? Das ist ja spannender als die US-Wahl. Ja, das ist doch schon mal, das ist fast das beste Ergebnis heute, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Hat vielen sehr, sehr gut geschmeckt. Cool. Das freut uns natürlich. Er polarisiert natürlich, das verstehe ich schon. Weil der Primeros davor war ganz anders zum Beispiel. Er ist ja ohne Barrique, ohne Holz. Also der lebt von der Fruchtaromatik und hat auch nicht so betonte Tannine, Gerbstoffe, was den Mund so zusammenzieht. Der St. Laurent ist halt wesentlich kräftiger, ne? Und hat dann auch diese Röstaromen von den Barriques, halt, das ist leicht vanillige. Das mag halt jeder, weil manche, die mögen es halt eher fruchtig. Und das kann ich auch verstehen. Also es gibt halt viele, die sagen, das mögen sie gar nicht. Dann trinkt man entweder halt dann meist die fruchtigere Variante oder die Barrique-Variante. Ne? Das ist so entweder oder. Ich meine, ich trinke beides ganz gerne mal. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich von den beiden... Also sind beide ganz unterschiedlich.
Und ich würde sie jetzt halt nicht schwer miteinander vergleichen. Also Primeros würde ich schon, fühle ich so lässig, mal ein, zwei Gläschen. Halt auf den Anlass auf an, den ne? Moment, auf ja. den Anlass. Aber so St. Laurin, glaube ich, jetzt abends bei dem Wetter, würde ich ein bisschen bevorzugen. Aber das ist ja jedem Mann, jedem. Genau, aber so zum Mittagessen mal so einen schönen Hauswein. Ja. So, da ist der Primeros perfekt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, supi. Dann würde ich sagen, kommen wir hier zu unserem Schätzchen. Zum Grand-Finale. Wir haben zwar geschrieben, das ist der Wein von Victoria, aber ich muss zugeben, es ist der Wein von uns beiden. Ja. Nicht nur meiner. Ja, genau, also wir, also ich bin ja vor 2 Jahren hier eingestiegen. Und ja, wenn man dann hier so als junger Mensch dazukommt, dann hat man natürlich gleich Lust, alles, was man irgendwie so mitbekommen hat oder ja, auch bei anderen Betrieben in Praktika gesehen hat oder so, gleich mal umzusetzen, mal auszuprobieren. Und ja, da bin ich auch ganz froh, dass mir meine Eltern da die Möglichkeit gegeben haben. Und dann habe ich eigentlich angefangen, 2 eigene Weine zu kreieren. Und wie gesagt, habe dann ganz große Unterstützung auch vom Luca. Und zwar bauen wir einen Spätburgunder und einen Riesling aus. Also wir haben uns da so für die klassisch deutschen Rebsorten, sage ich jetzt mal, entschieden. Heute im Paket haben wir jetzt den Spätburgunder dabei. Und ja, das ist eben auch eine kleine Menge und alles mit Hand gelesen. Und auch ein einzelner Weinberg am Petersberg. Und genau, und dann eben Maischegärung gemacht, aber dadurch, dass es so kleine Mengen sind, haben wir das auch wirklich in kleinen Bütten alles gemacht und immer mit der Hand gestampft. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum stampft man überhaupt einen Rotwein? Mhm. Aber in dem Fall auch nicht mit Füßen, so wie man sich das so vorstellt. Das wäre dann noch ein bisschen traditioneller. Das ist traditioneller wie in Portugal, das hat die Vicky auch schon gemacht in Portugal. Aber so traditionell, also man hat dann so, ich sag mal so, Stampfer. Edelstahlstäbe oder was auch immer, um das, ich sag mal, weil nach einer gewissen Zeit wird durch die, bei der Gärung entsteht auch Kohlensäure und dann werden halt die Trauben nach oben gedrückt halt und dann bildet sich wie so ein, das ist der sogenannte Maischehut, es bildet sich oben und damit man halt eben einen optimalen, ich sag mal, Eintrag von Farbe hat und Gerbstoffen und das auch möglichst umgehend verteilt ist, muss man halt eben auch die Maische dann halt, ich sag mal, jeden Tag schon 2-mal, wenn es geht, unterstoßen. Und da muss man halt, das waren kleine Behälter, ich weiß gar nicht, was in einem drin war, 3 Kilo oder sowas. Und das muss dann schon mit der Hand dann jeweils dann 5 bis 10 Minuten dann untergestoßen werden. Deswegen haben wir auch solche Armmuckis, falls ihr euch schon gewundert habt. Deswegen bin ich so riesig. Ja, genau. Ja. Nee, also es steckt schon viel Arbeit dahinter und ich habe auch irgendwann mal die Frage gesehen, ob wir mit dem Vollernter lesen oder auch Handlese. Also Vickys Weine sind komplett Handlese und das ist halt schon mal, ist noch deutlich mehr Arbeit. Wir machen auch Maschinenlese, das ist halt hier der Vorteil bei uns in Rheinhessen. Wir sind nicht ganz so steil unterwegs von den Weinbergen. Wir haben auch ein paar flachere Lagen. Aber das ist heutzutage, finde ich, absolut legitim und auch überhaupt nicht mehr negativ, weil die Maschinen sind einfach so gut mittlerweile. Aber gerade auch so bei den Reserveweinen oder auch bei den Barriqueweinen, so wie der St. Laurin zum Beispiel, da gehen wir dann auch durch und gucken, was ist vielleicht nicht so gut und schneiden das raus. Aber es kommt natürlich auch sehr aufs Jahr an. Ne? Ja. Also in so einem Jahr wie diesem Jahr zum Beispiel, da hätte es eigentlich faktisch keinen Unterschied gemacht, hätten wir jetzt auch meine Parzelle mit dem Vollernter gelesen, denn es war einfach alles gesund. Wirklich, also normalerweise gehen wir immer mit durch den Weinberg, wenn wir Handlese machen und haben einen Eimer für schlecht, sage ich mal, und einen Eimer für gut und dann wird, je nachdem wie so die Lage ist, eben aussortiert. Und dieses Jahr war es einfach nur gut. Also, und da macht es halt auch faktisch keinen Unterschied, ob es jetzt mit Vollernter gelesen ist oder mit der Hand. Weil die Maschinen sind so schonend heutzutage. Und so entwickelt auch, ne? Und es ist auch nachgewiesen. Und ja. Ich finde das dann auch nicht verwerflich, weil wir müssen ja auch halbwegs wirtschaftlich arbeiten. Und man muss sich das halt mal vorstellen, wie extrem, also das ist auch schön, das ist auch eine schöne Arbeit auf jeden Fall. Aber es ist halt auch extrem aufwendig und man braucht ein sehr großes Team, um halbwegs schlagkräftig zu sein, um halt eine Handlese zu bewältigen. Ne? Ja. Also bei euch, jetzt wo wir deine Parzelle gelesen haben, waren wir auch schon zu 10 oder so. Ja.
Und das dauert trotzdem halt eine ganze Zeit. Also es ist schon viel Arbeit, die da drin steckt. Und wer gerne nochmal am eigenen Leib spüren möchte, wie sich so eine Weinlese mit der Hand anfühlt, der darf gerne im Herbst mal bei uns vorbeikommen. Und gerne bei meinem Weinberg mithelfen. Wir brauchen immer mal ein paar helfende Hände. Ja. Hier gab es noch die Frage, ob ihr in Südafrika wart bei der Weinlese. Ja, wir waren in Südafrika tatsächlich und Luca hat sogar auch auf einem Weingut geholfen in Südafrika. Also das Schöne ist ja oder war zumindest von Corona, dass man sehr vernetzt ist, sehr global auch ist und man in verschiedensten Weinregionen auf der Welt auch einfach mal in andere Betriebe reinschauen kann. Also Luca war bei Stellenrust in Südafrika. In Südafrika, Vicky war in Portugal, im Douro-Tal. Genau, und habe wirklich bei der Portweinproduktion, da bin ich noch mit den Füßen gestampft, war da voll mit dabei. Und genau. Ja, also das ist ganz cool, man kann da verschiedene Erfahrungen sammeln, weil das ist ja das Spannende am Handwerk. Es ist doch im Grunde mehr oder weniger überall gleich. Ich zum Beispiel war in der Ausbildung auch in Frankreich 3 Wochen und 3 Wochen in Österreich. Und das ist eigentlich auch, was ich ganz, ganz cool finde an dem Job, dass man halt eben rauskommt. Man kann sehen, wie es die anderen machen. Man kann sich da was abgucken. Aber im Großen und Ganzen, ist es ähnlich, aber es ist sehr, sehr interessant, weil es doch schon irgendwo in anderen Ländern eine Spur anders gehandhabt wird. Dann in Südafrika zum Beispiel ist es so, dass die sind eigentlich technisch, die haben super Know-how, würden vielleicht gerne mit der Maschine lesen, manche, aber es ist für die extrem teuer, an so eine Maschine aus Europa oder Amerika zu kommen oder Australien, wo auch immer, weil die da keine Vollernter-Produzenten haben. Und die Lohnkosten sind halt, das muss man da halt so sagen, so niedrig. Viele Farbige machen dann halt da die Handlese. Das ist dann so. Das ist bei denen preiswerter, als mit der Maschine zu lesen. Ja. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Ja, das sind dann so Sachen, die lernt man dann halt, wenn man da in der Weiten Welt. Aber es ist schon auch, noch nicht die Abstimmung. Wir müssen noch was dazu sagen. Wir reden zu viel, wir sind noch nicht dazu gekommen. Aber es ist schon cool. Also wir haben jetzt auch Freunde in Italien, die dort Kellermeister sind. Und die rufen uns an und sagen, wir würden gerne Riesling anpflanzen auf dem Ätna in Sizilien. Sagt uns mal, wie das so läuft und so. Es ist halt ein cooler Austausch. Und das ist schon... Das ist auf jeden Fall etwas, was Spaß macht. Und das finde ich auch gut. Es ist immer ein Miteinander und das Klima ändert sich und dadurch können wir halt von südlichen Ländern lernen und die vielleicht südlichen Länder, wenn sie was probieren, wie das Riesling anzubauen, können sie von uns vielleicht was lernen. Ja, miteinander, das finde ich immer gut. Also von daher. Jetzt müssen wir vielleicht mal auf den Wein eingehen. Genau. Genau, also würde ich sagen, probieren wir mal, oder? Also die Farbe, was würdest du sagen? Also, Spätburgunder hat generell eher eine helle Farbe, ne? Also man sieht es ja im Vergleich jetzt zu dem Primärrost, den wir vorhin hatten, oder auch dem St. Laurent, ist eher eine helle Farbe, ein helles Rot. Das ist so, was so ein Spätburgunder auch auszeichnet. Genau, haben wir ja vorher gesehen. Wir haben den ja auch als Blanc de Noir, als Rosé und das ist typisch für Spätburgunder. Den könnte man noch so lange, sag ich mal, diese Trauben ziehen lassen. Man würde da halt nur bis zu einem gewissen Level halt Farbe. Also es ist typisch, dass man so ein Rubinrot, sag ich mal, als Farbe hat. Und der Spätburgunder hat auch einfach ein bisschen mehr Säure als jetzt andere Rotweinsorten. Und in unserem Fall sind wir dann auch hingegangen, nachdem die Gärung fertig war und wir den Wein dann gepresst haben, haben wir den in Tonneaus gelegt. Tonneaus sind im Prinzip so Holzfässer hier wie die Barriques, nur gehen da einfach 225 Liter rein, also mehr. Also da gehen 500 Liter. 500 Liter, genau. Nicht 225, sondern 500 Liter gehen da rein. Und dort haben wir den dann eben noch reifen lassen. Und das ist eben auch ein Wein aus dem Superjahrgang 2018. Man muss auch sagen, das ist halt ein extrem guter Jahrgang war, um zu starten. Ne? Also das war so mein erster Wein im Prinzip. Anfängerglück. Ja, man muss auch mal Glück haben. Ne? Ja. Mein Opa hat auch damals gesagt, das weiß ich noch genau, das ist so ein besonderes Weinjahr. Also da war einfach alles gesund und alles reif und es gab noch ganz gute Menge. Also es war einfach alles perfekt. Ja. Und er hat auch gesagt, sowas habe ich nur einmal bis jetzt erlebt und mal gespannt, wie oft du das erleben wirst. Aber 2020 war ja eigentlich ähnlich gut. Also
ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ne? Es ist, in unserem Beruf bleibt es immer spannend, weil wir einfach von der Natur abhängig sind und auch nie wissen, wie es kommt. Ne? Ja, genau. Dein Manager ist schon ganz ungeduldig. Ja, er möchte uns die ganze Zeit. Zur Umfrage. Okay, dann machen wir jetzt die Umfrage. Könnt ihr uns mal sagen? Aber Leute, ihr wisst, es handelt sich hier um unseren Wein. Also, ne, gibt nichts Falsches jetzt an. Nein, Spaß. Ihr dürft natürlich die Wahrheit sagen. Achso, wir müssen uns mal hier wegklicken. So. Bin ich mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Ja, Luca, erzähl doch mal, wie findest du denn unseren Wein? Ja, richtig bescheiden. Nein, also ich finde echt, ja, die Arbeit hat sich im Grunde ausgezahlt. Mir gefällt er auch nochmal ein bisschen besser als der St. Laurent. Er ist ein bisschen zurückhaltender im Holz auch. Ja, er ist ein bisschen zurückhaltender, auch aber irgendwie eine Spur weicher. Also insgesamt so das ganze Paket stimmt einfach sehr harmonisch und ich finde, würde mich halt interessieren, der ist ja jetzt noch sehr jung, sage ich mal, wie er so in 2 Jahren schmecken würde, aber ich finde ihn jetzt schon sehr gut. Aber ich bin auch selber ein riesen Spätburgunder-Fan. Also ich mag die Rebsorte, ist so vielseitig und Rotweine aus Spätburgunder, das ist für mich eigentlich das Beste, was es so gibt. Und ich finde, das haben wir ganz gut hinbekommen. Plus, ich weiß ja auch, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben. Ja, also es war schon, ich glaube, wir haben es ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja. Das Ergebnis gefällt uns auf jeden Fall. Ist ganz gut, ja. Nee, also das ist schon ganz cool. Dass man so viel Arbeit reinsteckt und dann am Ende schmeckt es auch wirklich gut und das macht dann schon echt Spaß, ja. Oder? Was willst du denn? Du bist ja dein Wein, ne? Nein, unser ist es. Aber es gibt auch noch einen Riesling, wer jetzt neugierig ist. Ja. Vielleicht machen wir den auch bei der nächsten Online-Weinprobe mal. Hatten wir bei der ersten, oder nee. Nicht? Nee, hatten wir nicht. Ah, okay. Ja, dann hatten wir noch gar nicht. Müssen wir noch eine machen mit dem Riesling. Der ist nämlich auch echt gut geworden. Ja, also ihr dürft uns gerne noch ein paar Fragen stellen, weil wir sind ja jetzt so weintechnisch, sind wir jetzt ja am Ende. Ja. Nervlich noch nicht. Nee, ja, ich meine, genau. Ja, hier kam jetzt die Frage mit Pestiziden aus im Weinbau. Also wir sind jetzt nicht offiziell biozertifiziert, aber ich finde, ist jetzt nicht unbedingt das Muss. Wir arbeiten schon sehr naturnah und ich finde, das ist halt ein großer, erstmal bürokratischer Aufwand. Und zudem sind auch einige Mittel zugelassen im Bio-Weinbau, die ich nicht ganz so optimal finde, wie jetzt halt Kupfer, ist auch ein Schwermetall. Ja, da kann man drüber streiten und so. Also wir arbeiten insgesamt sehr naturnah und machen auch viel mit Handarbeit. Aber man muss schon ehrlich sagen, wenn man jetzt Trauben anbaut, dann kommt man ohne Pflanzenschutz halt nicht aus. Es sind sehr wenige Behandlungen, aber ohne geht es halt nicht, weil sonst hätten wir keinen Ertrag. Und die Biobauern machen das genauso. Also die müssen auch Mittel ausbringen, weil sonst hätten wir halt keinen Ertrag. Das ist halt so. Anders würde es leider nicht gehen. Es wurde gerade noch die Frage gestellt, ob der auch ein Barrique gelegen hat, aber ich weiß jetzt nicht, um welchen es geht. Ja, ich denke, es ging um den Spätburgunder. Also der lag nicht im Barrique, sondern in einem Tonneau. Das ist quasi auch ein Holzfass wie das Barrique, nur eben, dass da 500 Liter reingehen. Ne? Genau, also ähnlich, aber nicht genau das Gleiche. Aber ja. Hier wird noch gefragt, ob man noch bei uns online bestellen kann. Nee, wir haben jetzt keinen Online-Shop, wir arbeiten ja mit vielen Händlern zusammen und wenn ihr bei einem Händler seid, dann ist das ja auch super und die vertreten uns ja auch perfekt immer vor Ort, also ich finde auch, da sollte man auf jeden Fall die Händler auch unterstützen, gerade in diesen Zeiten, ne? Also ja, auf jeden Fall. Support your local sozusagen und genau, ja. Ich denke, sollte man auch beim Händler um die Ecke, die haben oft viele Weine auch von uns und beraten auch super. Ja, das muss man sollte auch sehen. Die Händler haben nämlich eben halt noch so den Zusatznutzen, dass sie halt eben beraten können und genau. Ja. So ein Trikot bei uns gibt. Also ja, klar, im Moment gibt es Weintour. Wir dürfen jetzt leider gerade keine richtigen Proben mit Kunden halt während der Beschränkungen hier anbieten. Aber Wine2Go gibt es auf jeden Fall. Also ich sag Wein mal, zum Mitnehmen, ja. Könnt ihr also, gerne. Könnt gerne vorher anrufen. Wir sind immer da. Wir sind da, dann wird das gepackt und dann könnt ihr das gerne abholen, ja. Und wenn dann die Bestimmungen ein bisschen gelockert werden, dann könnt ihr auch gerne wieder hier probieren. Da kam noch eine Frage rein.
was ist der Unterschied zwischen normalen und veganem Wein? Ja, also der Unterschied ist grundsätzlich nicht groß, würde ich sagen, weil halt die meisten Weine sind von sich aus vegan halt. Ne? Also wir haben ja eigentlich keine tierischen Produkte, die wir halt da reinmachen. Nur wir labeln das alles jetzt halt noch nicht so. Ne? Ich sag mal, wenn das eine zunehmende Bedeutung halt bekommen sollte, dann werden wir das auch in Zukunft machen. Aber im Grunde arbeiten wir vegan, weil wir arbeiten mit Pflanzen und nicht mit Tieren. Und deswegen sind wir im Grunde zum größten Teil halt irgendwie ein veganes Produkt. Ja. Ja. Nur wir haben halt keinen Platz. Ich meine, wir gewinnen ja auch ab und zu mal eine Medaille. Und wenn wir jetzt dann noch dies und das Label drauf machen würden, dann hätten wir bald nur noch eine Flasche mit irgendwelchen Labeln drauf. Das wird auch nicht so gut aussehen. Ja, hier wurde schon gefragt, ob es noch was zu gewinnen gibt. Und ihr habt recht, es gibt noch was zu gewinnen. Und zwar gibt es jetzt noch eine Runde, hier, zeigt mal, unsere Flaschenkühler. Da kommt unser Weihnachtself. Zeig dir nochmal einen Flaschenkühler mit. Oh. Genau, und zwar gibt es jetzt noch einen Flaschenkühler von uns zu gewinnen. Und zwar zweimal, also jeweils einmal. Oder verlosen wir zwei für eine Person? Wir verlosen zwei für eine Person. Also der glückliche Gewinner gewinnt jetzt hier gleich so zwei coole Kühler für die Flasche. Und Weihnachtself, dann zieh mal den Gewinner. Welche Farbe liegt an? Ja, was Rotes. Was Rotes? Ich hab auch gedacht, mal was Rotes. Ne? Wir ziehen mal was Rotes. Aber das ist eigentlich... Das ist dann mit der Schiebung. Hier was Rotes. Rein zufällig. Also, Dorothea Zünskes darf sich freuen. Das war eine die Woche, glaube ich, oder die letzte? Aus Sprockhövel. Ja, viele Grüße nach Sprockhövel. Genau, sie hat zwei Flaschenkühler gewonnen. Ja. Yeah. So. Und genau, wir haben euch ja erzählt. Ja, achso, es gibt noch Fragen. Ja, dann leg mal los. Gut. Wie sieht es mit dem Abo-Verkauf aus? Ja, also Abo-Verkauf gibt es. Wer hier aus der Nähe kommt oder mal zu Besuch hier in der Nähe ist, darf gerne vorbeikommen. Hier gibt es auch weiterhin, kann man die Weine mitnehmen und zu den normalen Zeiten kann man hier auch eine schöne Weinprobe machen. Ne? Und wir schicken auch, wie gesagt, gerne mal eine Übernachtungsliste, wo man einfach sieht, wo man in der Nähe übernachten kann. Und dann kann man eine schöne Zeit in Rheinhessen verbringen bei uns. Gibt es sonst noch eine Frage? Moment. Hier, unser Backoffice ist irgendwie nicht so gut vorbereitet. Ja, okay. Dann die nächste Online-Weinprobe kommt. Wann die nächste Online-Weinprobe kommt, das kommt sehr darauf an, wie gut es euch gefallen hat. Und deswegen haben wir jetzt nämlich noch eine Umfrage. Valentin, it's your turn. Wir wollen nämlich mal wissen, wie es euch so gefallen hat. Und genau, wenn ihr irgendwie Feedback habt, könnt ihr uns auch gerne mal eine Mail schreiben. Wir sind für alles offen. Ja, auf jeden Fall. Und haben das ja auch noch nicht so oft gemacht. Deswegen ist es immer sehr wichtig zu wissen, was man vielleicht auch besser machen kann. Bietet ihr auch alkoholfreie Weine an? Und wenn nein, wieso nicht? Wir bieten derzeit keine alkoholfreien Weine an, aber wir haben Säfte auch. Wir haben zwei Traubensäfte, einen weißen und einen roten, und wir haben einen Traubensekko. Das heißt, es ist auch ein Sekko, der ohne Alkohol ist. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir haben da sowas in der Pipeline. Vielleicht gibt es auch bald was Alkoholfreies, was mal Alkohol hatte bei uns. Mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja, sonst noch Fragen? Ich bin überfordert. Dann 22 neue Nachrichten. Ihr überfordert ihn. Ja. Ich schreibe zu viel. Ich habe die ganze Zeit zu lange gebraucht, die Fragen zu beantworten. Ja, Entschuldigung. Ja, du kannst ja noch ein paar rauspicken. Ja, auf jeden Fall haben wir euch ja gesagt, das hier ist quasi unser Spätburgunder. Der hat deshalb auch ein anderes Etikett. Und es gibt auch ein Riesling dazu. Und den Riesling haben wir in einer Magnumflasche gefüllt. Mama, kommst du mal? Genau. Es gibt auch eine Magnumflasche von diesem Riesling. Und wir haben uns gedacht, zur Feier des Tages haben wir mal die Spendierhosen an und verlosen jetzt sozusagen als Hauptgewinn am Ende nochmal diese Magnumflasche von meinem oder unserem Riesling.
Ja. Genau. Und deswegen wird die Mama jetzt mal hier den Gewinner ziehen. Jetzt machen wir mal ohne Farben. Wir gucken mal nicht hin. Wir gucken nicht hin. So. Schauen wir mal. Ja. Also, Kai Lütke-Bohmert aus Wallenhorst kann sich über diese Magnumflasche freuen. Ich hoffe, er ist dabei. Er ist überhaupt heute hier. Wie geil. Und freut sich. Okay, ich denke mal, es ist er, oder? Hoffen wir mal. Schon, ja. Ach, leider verloren. Nee, ja, ich bin's. Ja, doch. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe noch nie eine gewonnen. Ich weiß auch nicht, was ich dafür machen muss. Ja. Ja, cool. Ja, also da haben wir heute ein paar glückliche Gewinner dabei. Ich hoffe, die anderen sind nicht traurig. Ja, vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal wieder was zu gewinnen. Aber ich denke, wir hatten ja auch einen ganz schönen Abend so mit den Weinen und ein bisschen Hintergrundwissen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir waren zwar ein bisschen aufgeregt und hatten Angst, dass das alles so mit der Technik hinhaut und so. Und dass unser Valentin das alles so gebacken bekommt. Aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Schön, dass ihr so zahlreich da wart. Ja, und vielen Dank auch nochmal, dass ihr alle so offen wart für diese neue Art der Weinprobe. Und genau. Ja, komm, dann gehen wir alle noch. Kommt, ja, genau. Kommt doch alle nochmal vor die Kamera. Diese Kamerascheu. Hallo. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Hatten wir die Umfrage schon gemacht? Nee, noch nicht, ne? Nee, noch nicht beendet, glaube ich. Ah, ich hab noch nicht. Ja, lass mal jetzt. Komm erstmal ins Bild. Komm, lass mal hier raus. Komm ran. Schönen Abend noch. Wir wollen uns auch bedanken für die Kundentreue in den schweren Zeiten jetzt. Und auch schön. Bleibt gesund auf alle Fälle, alle draußen. Das ist das Wichtigste. Ja. Und noch frohe Weihnachten können wir eigentlich auch. Genau. Ja. Und noch einen schönen Abend. Euch auch. Und wenn der Stellplatz fertig ist, kriegt ihr auf jeden Fall alle Info von uns. Und also wir bauen auch eben Wohnmobilstellplätze gerade und ihr dürft uns gerne mal besuchen. Und ich denke mal, dass wir im Frühjahr vielleicht auch nochmal eine Online-Weinprobe machen würden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Uns hat es auf jeden Fall gefallen und den meisten auch. Okay, zum Glück. Das ist ja cool. Grüße an Valentin. Keiner will mehr reingekommen. Hat uns auch gefreut. Cheers. Komm hier. Yo. Cheers alle nochmal an zusammen. Cheers. Warte mal, ich habe nichts mehr im Glas. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ihr könnt ja nochmal die Weine verkosten. Tschüss. 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 Tschüss.